Voice of Reason. Herzlich willkommen bei The Voice of Reason. Wir sind immer noch mitten im Talk. Bevor es losgeht, ganz kurz nochmal. Auch jetzt wieder danke an alle Abonnenten. Es sind bestimmt jetzt schon viel, viel mehr geworden. Danke für eure Unterstützung. Ja, wir sind mitten im Gespräch, was denn diese Diversitätstrainings eigentlich bringen. Vielleicht kann Nikhil uns vielleicht nochmal so ganz kurz auf den Stand bringen. Grundsätzlich gilt natürlich, wer das erste Video davon jetzt nicht gesehen hat, der macht jetzt sofort die Biege und guckt sich das erste Video an, weil sonst ergibt das, glaube ich, keinen Sinn. Das ist Teil 2, ja, und man muss Teil 1 gesehen haben. So, bitte, Niki. Genau, ich soll jetzt mal den Kontext wieder herstellen. Also, wir gingen aus von Ahmads Aussage, dass Diversitätstrainings häufig die Situation schlechter machen. Wir haben uns zunächst mal angeschaut, was bedeutet das denn überhaupt? Also was sind eigentlich die Zielsetzungen dieser Diversitätstrainings? Und mit Blick auf welche Zielsetzungen wird die Situation schlechter? Wir haben festgehalten, also oft ist es so, dass Firmen Diversitätstrainings und Antidiskriminierungstrainings und Bias-Trainings und so weiter und wie die alle heißen, machen deswegen, weil sie nicht verklagt werden wollen oder zumindest nicht erfolgreich verklagt werden wollen von irgendwie Mitarbeitern, die halt irgendwie dann meinen, also Beschwerden äußern zu können. Und eine Möglichkeit, das zu machen, ist eben zu sagen, hey, wir haben doch hier diese tollen Prozesse und wir haben sogar Workshops und so weiter, wo die Leute lernen, nicht zu diskriminieren. Also es kann gar nicht sein, dass hier jemand diskriminiert wurde, weil wir haben ja diese tollen Workshops. Wir nannten das, die Firmen können so eine Art Versicherung abschließen dadurch, ja, genau, dass sie dann sagen, ja, hier, guck mal, unsere Versicherungspolice, wir hatten 15 Workshops, bei uns kann das gar nicht passiert sein, bitte. Genau, exakt. Und also das funktioniert tatsächlich, insbesondere wenn man genau das Gleiche macht wie Google oder Apple oder irgendwie sowas. Ne? Also die jeweiligen Industry Leaders, also wenn man die einfach kopiert, dann ist man eigentlich safe. Was aber ja eigentlich diese Trainings machen sollen, ist, dass man die Leute weniger diskriminierend macht und das scheint aus diversen Gründen schwierig zu sein. Ich habe ein bisschen was zu den Hintergründen erläutert und eben auch, was konkret in diesen Trainings passiert. Insbesondere, und das ist wahrscheinlich somit das problematischste Element, man stellt Gruppen gegeneinander. Also man sagt irgendwie, hier ist die weiße Mehrheitsgesellschaft und die ticken so und so und so und die sind irgendwie schlecht aus den Gründen, weil die diskriminieren ja andere und dann hier sind die, also marginalisierten Minderheiten und die werden dann aber eigentlich immer sehr positiv dargestellt, was halt dann dazu führt, dass Leute ja, also zu den Effekten kommen wir gleich, ne? Also darüber haben wir schon zum Teil gesprochen, also was daraus wird und also zu den nicht intendierten Effekten wäre ich jetzt gekommen, ja? Also das wäre im Prinzip der nächste Punkt. Also man kann sich jetzt fragen, irgendwie, was passiert dann eigentlich, wenn du halt die Leute da quasi gegeneinander stellst und denen sagst irgendwie, hey, die sind eigentlich dein Feind, ne? Zunächst mal, also der erste nicht intendierte Effekt ist, überlegt euch mal, wie das aussieht aus eurer Sicht, wenn ihr jetzt irgendwie so ganz naiv in so ein Training reinläuft und dann wird gesagt, übrigens diese ganzen, also weißen, männlichen Kollegen, die du hast, die lehnen dich halt ab aufgrund deiner Herkunft oder deines Aussehens und so weiter. Also das bedroht ja dein seelisches Wohlempfinden. Ne? Ja, du stellst die Frage so, wir müssen uns jetzt in einem... Ja, wer bin ich in dem Fall? Genau, du hast das gerade nicht geklärt. Diese, also. Du bist die marginalisierte Person. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und sitzt jetzt in so einem... Genau. Du bist einfach so privilegiert, deswegen kannst du dir das nicht vorstellen. Aber wir versuchen es mal. Wir stellen uns vor, wir sind jetzt, keine Ahnung, Hautfarbe etwas dunkler, vielleicht sind wir trans, vielleicht sind wir queer, irgendwas. Was fällt mir noch ein, weiß ich nicht, oder haben eine Behinderung, das sind so die Sachen, die mir gerade einfallen würden und jetzt sitzen wir da und man erzählt mir, die sind alle dein Feind, der weiße Cis-Mann, der diskriminiert dich, ja, und der, dein Vorgesetzter, der ist vielleicht ja auch aus den und den Gründen diskriminiert der dich, also im Prinzip kriege ich dann das Gefühl, also du hast mich ja gerade gefragt, wenn ich mich jetzt so da hineinversetzen würde, ich sähe mich in einer Situation, wo ich eben ja Menschen habe, die mir nicht wohlgesonnen sind, um es mal
ich glaub, milde auszudrücken. Man muss auch überlegen, es gibt zwei mögliche oder nochmal zwei unterschiedliche Szenarien in dem gleichen Szenario. In dem einen Fall ist es, ich fühle mich wirklich von denen diskriminiert und denkst so, jawohl, endlich sprechen wir da mal drüber. Oder, nee, also eigentlich finde ich die voll in Ordnung und sehe das gar nicht. Ich glaube, das würde auch meine Gefühle ganz stark verändern. Weil wenn ich eigentlich gut klar mit denen komme, dann hätte ich Angst, dass ich die jetzt quasi indirekt angezeigt habe und vielleicht das sogar unsere Beziehung zukünftig belastet, weil ich ja irgendwo der Grund bin, dass die jetzt in der Ecke gestellt werden. Wenn es tatsächlich so ist, könnte ich auch Angst haben, dass mir das mal irgendwie später auf die Füße fällt. Oder aber ich könnte auch sehr zufrieden sein, ja, dass es endlich jetzt mal gesagt wird und endlich mal thematisiert wird. Ich denke, das ist ein fundamentaler Unterschied, wie ich selber wirklich dazu stehe im Moment. Ja, aber ich glaube, also was plausibel ist, ist, also wenn man das aus Sicht des gesunden Menschenverstands sieht, dir wird gesagt, Leute sind dir feindlich gesinnt und das macht natürlich nichts Gutes mit einem. Ich glaube, ja, eine Sache, also, die wir klären müssten, Matthias hatte gerade gesagt, wir stellen uns jetzt vielleicht unseren tatsächlichen Vorgesetzten vor, mit dem wir aber gut klarkommen. Ja. In dem Fall wäre das aber gar nicht das Problem, weil das wäre ja eine direkte Verbindung, da wären sich ja schon Menschen begegnet. Das heißt, dass wir denjenigen dann in diese Gruppe einsortieren, würde ich vermuten, passiert vielleicht gar nicht. Die größere Gefahr ist ja wirklich, dass wir, dass wenn ich das höre, ich das jetzt bei Leuten vermute, mit denen ich noch gar nicht interagiere. Dass ich da plötzlich denke, okay, vielleicht sind die mir feindlich eingestellt. Das weiß ich nicht. Ne, weil in dem Moment, wo du ja schon guten Kontakt hast, da würde ich eher nicht vermuten, dass man dann sagt, hey, Moment mal, vielleicht ist er mein Feind. Nein, weißt du ja, ist er ja nicht. Ne? Ja, Nickel will wahrscheinlich auch eben darauf hinaus, dass niemand will per se einen Feind haben. Und das triggert erstmal, kann nur negative Gefühle triggern. Also keiner, hurra, ach so, ja, das sind alles meine Feinde, geil, wollte ich schon immer mal haben. Es gibt einfach schon, der Raum ist einfach schon vergiftet irgendwie in dem Moment. Ja. Also es passiert eine von zwei Sachen. Entweder du glaubst das und dann denkst du dir so, oh shit, ja. Oder du sagst, nee, coole Firma, coole Kollegen, ich komme mit denen gut klar und ich sehe das ganz anders. Aber dann läuft der Rest vom Training vielleicht auch nicht mehr so gut. Übrigens, eine ganz interessante, ich habe ja auch also mich selber solchen, also nicht diese Art von Trainings, aber so allgemeinen Kommunikationstrainings, die sind manchmal auch ziemlich problematisch, unterwerfen müssen. Und ich habe da auch mal die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn du, also so, wenn man so ein bisschen also aus Sicht des kritischen Denkens interveniert und halt irgendwie bestimmte Dinge, die da halt verbreitet werden, problematisiert. Ne? Also eine Sache, die mir eingetrichtert... Das kommt aber bestimmt nicht gut an, wenn du da den Vortrag torpedierst. Ja, yeah. So ähnlich wie ihr bei mir. Ja. Ich erkläre was und ihr so, nein, stimmt gar nicht. Ja, ich fühle mir ganz anders. Das hier ein Stammtisch ist... Genau, und so, zu eben solchem habe ich auch mal ein Seminar gemacht. Da war es so, dass so diverse Insights dieses sogenannten Hamburger Modells gelehrt werden sollten. Ne? Also nach Friedemann Schulz von Thun. Ihr kennt wahrscheinlich dieses Vier-Ohren-Modell mit irgendwie, weiß nicht, das Fenster ist offen, das ist also die Sachaussage, dann irgendwie, weiß nicht, die andere Person möchte, das geht in mein Appellohr, dass ich das Fenster zumache, Selbstoffenbarungsohr, der andere Person ist kalt, dann dieses Beziehungsohr, aha, der sagt offensichtlich, damit ich kann dir Anweisungen geben oder irgendwie so. Also es können viele unterschiedliche Sachen da rauskommen. Es gibt eben diese vier Ohren. Es gibt aber auch die Feedback-Regeln und die wurden da besprochen. Und dann wurde gesagt, Moment, ob ich das noch zusammenkriege. Also du sollst irgendwie über deine subjektiven Wahrnehmungen sprechen, ja, was das mit dir macht. Und du sollst dann sagen, was du dir wünschst. Mhm. Und dann sei das Feedback gut. Und ich meinte so, glaube ich nicht. Also Das Wichtigste beim Feedback ist doch, dass es inhaltlich nachvollziehbar ist und du das so erklärst, dass jemand auch sieht, woher du kommst, dass es auf einer vernünftigen Motivation basiert. Und sie meinte dann so, nein, Feedback, wenn das so formuliert ist, du kannst da alles sagen. Ja? Und dann haben wir das in Rollenspielen auch noch trainiert. Ja? Und da musste jeder dann halt irgendwie in dieser Situation... Also das Feedback so verpacken, dass es eben halt, also ne, subjektiver Eindruck, was macht es mit mir und was wünsche ich mir, ja.
Und die Seminarpartnerin kam dann, setzte sich neben mich und das Spiel ging los und ich sagte, ich nehme wahr, dass du dich neben mich gesetzt hast. Ich empfinde das als störend. Ich wünsche mir, dass du gehst. Perfekt alle Regeln eingehalten. Katastrophales Feedback. Ja. Und das ist also häufig in diesen Workshops, dass man halt irgendwie so einen so einen Aspekt beleuchtet. Und was aber das insgesamt bewirkt, ist häufig nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also das ist auch ein generelles Prinzip der Sozialwissenschaften. Ne? Es gibt ja irgendwie so diese drei Regeln, kennt ihr die? Also das ist quasi eher so ein urbaner Mythos. Aber es bringt ganz gut auf den Punkt, was da eigentlich passiert. Also alles spielt ein bisschen eine Rolle, nichts spielt alleine die Rolle und alles ist im Süden anders. Und das ist in jedem Land so. In Deutschland sind die Bayern anders, irgendwie, weiß nicht, die Texaner sind anders in Amerika oder irgendwie sowas. Ne? Und ja, häufig ist es in diesen Workshops so, dass halt irgendwas vermittelt werden soll und das wird dann halt so ein bisschen verabsolutiert und dann fangen an, die Leute nur darauf zu gucken und das ist eigentlich nicht gut, weil es kommt auf viele Aspekte an und genau diesen Hauptaspekt zu finden, ist oft eigentlich das Problem. Ja? Und ich glaube, was halt total unterbewertet wird, das geht auch in so einem Bereich von Rhetoriktrainings, das ist ja auch so. Ne? Also da wird ja dann irgendwie so gesagt, Studien hätten ergeben, dass eigentlich die Überzeugungskraft der Nachricht hängt nur zu 7% vom Inhalt ab, wo man sich dann so denkt, pff, ja, also da steigt mir gleich weißer Rauch aus den Ohren auf, wenn ich sowas höre. Es gibt auch eine Studie, die das vermeintlich mal belegt hat, ja, aber die hat was ganz anderes gezeigt eigentlich. Es hat nichts mit irgendwie, weiß nicht. Ja, derjenige, der das erhoben hat, hat sich auch davon distanziert, weil es eben so oft fehlinterpretiert wurde oder für andere Sachen ausgelegt wurde. Albert Mehrabian heißt der. Und der hat das auf seiner Website, das ist, also bitte nicht glauben und schon gar nicht irgendwie mit Hinweis auf diese Studie, die immer von mir zitiert wird. Ja. Kann man übrigens nachlesen in den 10 Geboten des gesunden Menschenverstands, also diese Arten von Irrtümern. Bing, ja. Werbung. Vielleicht hab das Buch gerade nicht hier, aber okay. Genau, aber ich glaube, der Punkt, den ich machen will, ist, also es gibt eben Elemente dieser Trainings, die halt irgendwie herausgegriffen werden und das wird dir dann halt irgendwie präsentiert, als wäre das Hauptproblem. Ja, mhm. Aber es kommt total auf deine individuelle Situation an, auf die Tätigkeit, die du ausführst, und so, ob das überhaupt eine Rolle spielt und nicht spielt die alleinige Rolle und also sehr viel spielt eine geringe Rolle. Mhm. Das ist halt das, was man immer irgendwie so berücksichtigen muss. Jetzt hast du dieses eine Fass aufgemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich darüber reden darf oder ob das jetzt nur ein Nebenfass von dir war. Du hast es das erklärt mit diesem Feedback und du sagtest, das erste sei, sag, wie du dich fühlst. Wie war das? Das zweite war, sag, was das mit dir macht. Selbstoffenbarung. Ja, was das mit dir macht und dann sagst du, was du dir wünschst. Ne? Und ich muss halt so lachen, schmunzeln, weil das ist ja genau das, was viele Diskussionen aktuell sind, wenn es um Betroffene geht. Das ist ja genau die Forderung. Ne? Das ist genau das. Betroffene sagen, was es mit ihnen macht, also so wie sie sich fühlen, was das mit ihnen macht und dann eine Forderung stellen. Und das sei immer gut und dann ist das Feedback gut. Und ich sehe das ja auch höchst problematisch, weil wenn du diesen einen Punkt nicht hinbekommst, dass dein Gegenüber verstehen kann, was dein Problem ist, dann ist das ganze Feedback für den Arsch. Weil du kannst mir das natürlich sagen. Du kannst dann sagen, ich finde das und das so schlimm. Aber wenn ich es gar nicht verstehen kann, nicht nachempfinden kann und ich setze mich dahin und versuche alle Reaktanz jetzt erstmal weg. Ich setze mich dahin und ich höre dir zu und sage dann am Ende, okay, verstehe ich immer noch nicht. Ich kann das, also, was soll ich dann damit machen? Also, ja, wir werden da jetzt auch keine Lösung finden, aber das ist dann so, das ist ganz häufig mein Problem. Deswegen denke ich immer, mein höchstes Ziel wäre immer erstmal, versuch irgendwie deinem Gegenüber zu verstehen zu geben, was dein Problem ist. Das ist die höchste Kunst, dass er wirklich versteht, was dein Problem ist. Ja. Weil dann ist die Bereitschaft. Genau nicht. Ja, weil dann ist ja erst die Bereitschaft gegeben, dass der andere anfangen kann, sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden. Weil diese bedingungslose Akzeptanz
funktioniert ja nicht, weil wenn du sie nicht hast, also wenn ich es nicht nachvollziehen kann, dann kann ich eigentlich, das nur heucheln. Also ich kann dann nur sagen, Die Schere, die wir da dann halt haben, ist, dass, und da würden wir alle drei widersprechen, nehme ich mal an, weil wir halten Fakten für wichtiger als Gefühle, aber weil wir alle scheiß Roboter sind. Die Gegenseite geht halt von was anderem aus. Da ist es quasi scheißegal, ob du das rational nachvollziehen kannst, was in der Person vorgeht. Wenn sie von irgendetwas getriggert oder verletzt ist und du, da musst du halt einfach die Empathie aufbringen, weil das ist jetzt einfach wichtiger, als zu sagen, das verstehe ich nicht, das macht für mich keinen Sinn. Okay, aber was ist, also du kannst ja Empathie nicht erzwingen, das, also keine echte Empathie. Die einzige Lösung ist, dass du sagst, ich verstehe zwar nicht, was du sagst, aber das ist, aber ich gebe auf. Aber das ja dadurch, weil es geht ja dadurch schlecht und deswegen hast du gewonnen. Weil es ist wichtiger, dass es dir nicht mehr schlecht geht, als dass ich Recht behalte. Es geht mir ja gar nicht ums Recht behalten, das ist für mich ja Punkt 2. Das hast du gerade reingebracht. Nee, okay, aber darum geht es mir gar nicht. Ich will ja auch, dass es meinem Gegenüber gut geht. Vor allem will ich nicht schuld sein, dass es ihm schlecht geht. Ja? Deswegen musst du seinem Wunsch folgen, ob du dem ursprünglichen Ansatz, ob du den nachvollziehen kannst, warum es der Person schlecht geht, weil du kannst subjektiv nicht nachempfinden, dann musst du einfach sagen, okay, dein subjektives Empfinden ist deins. Das ist wohl so, auch wenn es für mich keinen Sinn macht und natürlich komme ich deinem Wunsch nach und der Wunsch, der kann halt natürlich XY oder Z sein. Aber dann werde ich gezwungen, irrational zu handeln. Ja. Weil ich kann es ja rational nicht nachempfinden. Ich werde gezwungen, irrational zu handeln. Genau. Ich hoffe, man versteht, warum ich mich ein bisschen dagegen wehre, weil das... Ich tue mir da auch schwer. Das tut mir sehr weh im das Inneren. Gefühl das ist wichtiger. Stopp, ich möchte einen Joker ziehen. Das verletzt meine Gefühle. Ja. Wirklich, das verletzt mich krass, wenn man von mir verlangt, dass ich gegen meinen Verstand handeln muss. Das kann ich nicht. Du bist nicht so marginalisiert wie die andere Person. Und deswegen hat sie wieder gewonnen. Okay, ich gebe auf. Um das vielleicht ein bisschen irgendwie zuzuspitzen, was das Problem sein könnte, ist, also man kann sich diese drei Feedback-Regeln mal nehmen und sich dann überlegen, wie würde zum Beispiel ein Raubüberfall ablaufen, wenn man die berücksichtigt. Ja, das wird dann halt irgendwie eine groteske Situation. Ne? Also dann irgendwie, weiß nicht, du läufst irgendwie diesem Räuber da über den Weg und er sagt dann, Moment, entschuldige, ich nehme wahr, dass du an mir vorbeigelaufen bist und ich habe deine Brieftasche gesehen. Das weckt in mir den Wunsch, diese zu besitzen. Ich wünsche mir, dass du sie mir gibst. Ja, bei gezogener Knarre. perfektes Feedback eigentlich. Mhm. Ja. Weil es die Regeln befolgt. Aber der Inhalt der Forderung und auch die Begründung, dass es irgendwie, weiß nicht, berechtigt ist, weil ich fühle mich so, ist natürlich, also das greift viel zu kurz. Ja? Also man kann eine völlig unberechtigte Forderung mit einer schlechten Begründung in dieses Gewand kleiden und dadurch wird eben nichts gut. Das Einzige, was ich dem abgewinnen kann, ist eben, wenn man davon abstrahiert, diese Maßgabe, dass man eher über die eigene Wahrnehmung spricht, ist insoweit günstig, als dass man immer auch die Tür offen lässt für die Möglichkeit, sich geirrt zu haben. Ja. Ja? Ich nehme dieses und jenes wahr und dann kann man ja auch sagen, du kannst mich dann korrigieren, also wie war das gemeint oder irgendwie, also was ist deine Wahrnehmung und so weiter, dann können wir uns darüber erstmal unterhalten. Aber das ist erstmal der Ausgangspunkt und das ist schon mal ganz günstig. Also da würde ich ja auch absolut zustimmen, da bin ich absolut dabei. Erstmal immer sagen, wenn einen was stört, ja. Wenn einen irgendwie was trifft, verletzt, stört, irgendwas, absolut, ja. Ich bin ja auch dafür. Einfach erstmal sagen, bevor man es irgendwie für sich behält und ist irgendwas, nein, ja, kennen wir alle, ist nicht cool, bringt ja nichts. Das ist aber Step 1. Step 2 ist, jetzt, du musst alles dran setzen, dass der andere auch verstehen kann, warum du so fühlst. Und das ist, das kann schwer werden. Das kann sein, dass du da ganz, ganz viel und lange argumentieren musst. Und es kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Also, dass der andere, egal wie sehr du es ihm erklärst, deine Gefühlslage nicht verstehen kann. Das ist dann bitter, aber anders geht's halt nicht. Ja. Und das ist einer der Aspekte,
die damit zu tun haben, wie macht man eigentlich solche Sachen besser. Das ist nämlich exakt, was du eigentlich tun solltest. Also eine gemeinsame Wertbasis suchen und dann sagen irgendwie, du wenn du in meiner Situation wärst, die wäre doch auch Folgendes wichtig und so weiter. Und dann kann man hier, ne, Prinzip der Gegenseitigkeit oder Reziprozität oder irgendwie sowas, ne? Also das macht dann den Rest der Arbeit. Aber das ist im Prinzip das eigentlich, was man machen soll. Und also nicht dieses Antagonisieren und irgendwie, weiß nicht, du bist der Feind oder irgendwie sowas und wir kommen da sowieso nicht überein. Genau. Okay, aber wir waren jetzt also Oberthema noch bei den nicht intendierten Effekten. Ja? Nicht intendierten Effekten, willst du das einmal? Also, genau. Du willst dann nicht beabsichtigt, finde also, ich irgendwie noch ein bisschen. Genau, entweder du willst, also du willst genau das Gegenteil oder du hast dir einfach vielleicht nicht überlegt, welche Effekte könnten eintreten. Aber wenn du es dir hättest, würdest du gesagt, also diesen Effekt, den würdest du schon mal nicht wollen. Ja, ist ja? Dann so ein bisschen, wobei das in der Politik gibt es das ja häufig dann irgendwie Mietendeckel, man wollte das erreichen. Der nicht intendierte Effekt war dann, aber es hat nicht geklappt. Das ist genau was anderes passiert. Oder jetzt Strompreisbremse und so weiter. Gibt viele Beispiele. Das sind, man macht etwas, erhofft sich davon was, es passiert aber etwas anderes oder sogar was Gegenteiliges. Ja, Mietendeckel ist ein gutes Beispiel. Also du kriegst zwei Effekte, also einen kurzfristig, einen langfristig, beide problematisch. Der eine ist, dass du nur Vermietungen dann bekommst für Leute, die halt also erkennbar irgendwie, weiß nicht, so bestimmte Charakteristika haben, also hohe sozioökonomische Schicht, wo dann das Risiko erkennbar gering ist, dass die Miete mal ausfällt oder dass man irgendwelche Probleme hat mit den Leuten oder irgendwie sowas. Aber wenn du auf jeden Fall so ein bisschen unseren Hintergrund hast, dann sowas, wird es schwieriger, dann halt bei gedeckelten Mieten auch eine Wohnung zu finden. Also der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich, du begrenzt das Profitmotiv der Vermieter. Und die haben natürlich dann weniger Anreiz, Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, längerfristig, ne, also über 15 Jahre, wird halt einfach weniger gebaut und angeboten. Also, und das sind beides natürlich Effekte, die also auch Leute, die so einen Mietendeckel vertreten würden, explizit wahrscheinlich nicht wollen. Genau, aber das ist das Beispiel für nicht beabsichtigte Effekte. So, jetzt zurück zum Thema. Genau. Übrigens, Vince hat ja einen Aspekt angesprochen, der da, also das hat so einen Namen, das, also Pars pro Toto, quasi Teil für Ganzes oder irgendwie sowas. Also, ist so ein, also der Name ist Cobra-Problem oder Cobra, irgendwie was nicht, Paradoxon oder irgendwie sowas. Also, wir verlinken das auch mal, ja. Also, das war. Also geht zurück auf eine Geschichte, wo während der britischen Kolonialherrschaft in Indien man festgestellt hat, überall sind diese scheiß Kobras. Und wir zahlen jetzt, und das war halt die also Maßnahme, die dann halt nach hinten losgegangen ist, wir zahlen jedem, der den abgeschlagenen Kopf einer Kobra bringt, eine Prämie. Was haben die Inder gemacht? Ich kann mich da so ein bisschen aus. Kobras, weißt du, wie die ticken? Ja. Kobras gezüchtet und dann halt irgendwie, weiß nicht, 10 Köpfe abgeschlagen, anstatt die nächste LKW kommt schon. Genau, nächste LKW kommt schon. Und was die Briten dann, und deswegen heißt es Cobra-Effekt oder Cobra-Problem, was die Briten dann gemacht haben, war zu sagen, so war das nicht gemeint, wir beenden jetzt dieses Programm. Jetzt hatten aber die Inder diese ganzen Kobras gezüchtet und haben sich gedacht, was machen wir jetzt mit denen, die bringen keinen Profit mehr, jetzt lassen wir sie in die Straße. Das ist noch die nächste Ebene des unintendierten Problems, das sich dann daraus ergibt. Ja. Also durch das Gesamtpaket hast du die Problematik um mindestens eine Größenordnung verschlimmert. Ja? Aber durch gute Absichten, nicht intendierte Effekte, Cobra-Problem oder Cobra-Effekt. Ja. Okay, also jetzt könnte man sich fragen, also was macht es denn eigentlich, wenn du jetzt irgendwie den Leuten, die bei solchen Trainings teilnehmen, erklärt hast, die weiße Mehrheitsgesellschaft ist das Problem. Ne? Interessanterweise führt es nicht dazu, dass die Weißen irgendwie sensibler werden für die Anliegen derjenigen, die als marginalisiert gelten. Aber alle entwickeln Vorurteile unterprivilegierten Weißen gegenüber. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, irgendwie, ich bin weiß, aber ich habe irgendwie, was nicht, auch diese, was ich, psychische Beeinträchtigung oder ich habe körperliche Behinderung oder irgendwie sowas. So, ja, tritt mal zurück, du bist eigentlich hier das Problem. Ja? Also solchen Leuten, auch wenn die Probleme haben, weil die auch also nicht viele Privilegien genießen, die werden dann genau verstärkt benachteiligt. Und das ist halt, also kann als einer dieser nicht intendierten Effekte gelten. Ja? Dazu Anmerkung? Also sonst würde ich zum nächsten Punkt kommen. Nee, ich glaube, das habe ich soweit verstanden, Herr Dozent. Weiterer Punkt ist, man sollte eigentlich annehmen, dass Menschen nicht fragil sind
und auch nicht robust, sondern antifragil. Also das haben wir in der vorherigen Folge schon thematisiert. Was man eigentlich machen sollte, ist, man sollte mit Leuten über ihre konkreten praktischen Probleme und Mobbing-Erfahrungen oder irgendwie sowas oder halt irgendwie, was nicht, Spannung interkultureller Art oder irgendwie sowas sprechen und ihnen dann Tools geben, die sie damit besser umgehen lassen. Was aber tatsächlich passiert, ist, dass man halt irgendwie marginalisierte Gruppen so hinstellt, als wären die zerbrechlich. Und dann sagt man den anderen, die halt nicht zu diesen Gruppen gehören, du musst da total vorsichtig sein, du darfst nicht das sagen, du darfst nicht das sagen, du musst immer danach fragen oder sowas. Und die laufen dann entweder auf Eierschalen um diese Leute rum, wenn es gut geht, ja, aber das hat auf jeden Fall keinen guten Effekt für die Teamkohärenz, oder sagen sich irgendwie, oh, das ist ja total anstrengend. Ich habe ja noch andere Kollegen, mit denen kann ich ja dann stattdessen zusammenarbeiten, ne? Weil für die gelten ja halt nicht diese Regeln. Ja? Also man grenzt aus im Prinzip durch den Versuch, also die Bedingungen besonders irgendwie ideal zu machen für diese marginalisierten Gruppen, und dazu kommt es eben dann entsprechend. Ja, du hattest mal ein Beispiel gebracht, das ist so im Prinzip im Sportunterricht, alle Kinder stehen da und du bist der Sportlehrer und sagst dann, hier, das ist die Jacqueline. Genau, keiner mobbt ihn. Ja, das ist die Jacqueline, die ist ein bisschen kräftiger. Das war beim Tennis, ne? Seid nett zu der Person, die kann halt nicht so gut werfen, die wird, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, die wird eure gesamte Teamleistung in den Keller ziehen, wenn ihr die im Team habt, ist eigentlich kacke, das ist das, was dann ankommt, und anstatt dann total inkludierend zu sein, geht man dann eher halt so und dreht sich so weg und denkt sich, dann wähle ich halt sie, und das Witzige ist, auch hier kann ich wieder eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte, jetzt müssen wir überlegen, wann diese Folge hier kommt, keine Ahnung. Ich hatte vor ein paar Folgen bei Finanzwoche eine Thematik mit einer Lehrerin an einer Schule, die sich weigerte, das eine Lektüre zu behandeln, wo das N-Wort drin vorkommt, und wirkte in diesem Beitrag, da war sie auch den Tränen nahe und war hoch emotionalisiert, und sie war super getroffen, und man hat wirklich auch innerhalb dieses Beitrags sie total mit Samthandschuhen angepackt, ne? Also man hat das Wort nicht gesagt, man hat jetzt irgendwie versucht, das darzustellen, aber es war allen klar, sie ist höchst fragil. Und das Interessante ist jetzt, mir haben daraufhin viele Lehrer E-Mails geschickt und gesagt, sie finden es richtig blöd, wie jetzt Lehrer dargestellt werden, ja. Und das ist genau, was du meinst. Also sie sagen, jetzt wirkt es wieder so, als würden wir Lehrer wieder alle nicht, also jetzt übertrieben gesprochen, ne, als würden wir mit uns mit der Situation nicht klarkommen. Wir ducken uns sofort weg, und sagt er, das ist nicht der Lehreralltag. Und die fanden das doof, dass das jetzt so dargestellt wird, als wären jetzt irgendwie Lehrer schon wieder nicht in der Lage, ihre eigenen Probleme zu lösen. Das ist dann auch der Effekt, der da mit reinspielt, ne? Also wichtig ist, und das wäre halt so mein Lösungsansatz, nicht gruppenbezogen sowas thematisieren, dass man sagt, irgendwie alle, die zu dir in der Gruppe gehören, haben dieses Problem, sondern es gibt Leute, die haben dieses Problem. Und diesen Leuten wiederum, also sollte dann halt irgendwie, was nicht, respektvoll begegnet werden, die sollte man natürlich auch deswegen nicht mobben, aber vor allem muss man denen eigentlich, und das haben wir auch schon thematisiert, Empowerment geben. Ja. Wie könnte das aussehen? Also es gibt im Prinzip eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist Locus der Kontrolle, also Ort der Kontrolle, könnte man sagen. Ja? Das wird dann auch der Locus zum Klo. Stille Örtchen. Genau. Ja, genau. Und dieses stille Örtchen muss man in sich selber finden und nicht da draußen. Also was ja typischerweise passiert, ist, dass Leute, die nicht das Gefühl haben, und das ist dieser zweite Aspekt, ne? Also Ort der Kontrolle und Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ne? Wenn du den Ort der Kontrolle des Geschehens in dir selbst suchst, dann hast du das Gefühl, dass du selbst in deiner Umwelt wirksam sein kannst. Wohingegen, wenn du sagst, der Ort der Kontrolle ist irgendwo da draußen, dann musst du jemanden finden, weil du ja selbst keine Wirksamkeit hast, der dir aus dieser Situation raushilft. Also die Leute lernen nicht, mit ihren eigenen Problemen umzugehen, und Empowerment würde daran bestehen, dass man sagt, pass mal auf, der Ort der Kontrolle, das bist du, und deswegen kannst du auch wirksam sein in deiner Umwelt. Und wie das aussehen würde, gerade dieser Art von Problemfall, ich habe das ja auch gesehen, also nach deinem Hinweis auch in deiner Show, Sinan,
die braucht kognitive Verhaltenstherapie, ganz offensichtlich. Und das ist jetzt nichts, was ich irgendwie also so daher sage, um irgendwie sie also schlecht zu machen. Wir brauchen das alle. Das ist eine Sache, also das ist im Grunde genommen eigentlich kritisches Denken, angewandt auf Lebensprobleme, genau, die eigenen psychischen Probleme, zwischenmenschliche Spannungen und so weiter. Wir könnten dazu auch, und das hatte ich auch also schon ja avisiert, dass ich das gerne mal besprechen würde, eine eigene Folge machen. Also was sind eigentlich Psycho-Hacks, die man verwenden kann, damit man mit dem eigenen Leben und mit Beziehungen, mit Angststörungen und so weiter besser zurechtkommt, weil das im Grunde genommen wirklich nur eine Anwendung des kritischen Denkens auf genau diese Fragen ist. Ja, also kognitive Verhaltenstherapie. Mir hatten auch viele daraufhin als Feedback geschickt, ich könnte auch mal auf diese Thematik eingehen, ne? Wir haben überall mittlerweile Triggerwarnungen und so weiter. Wir versuchen gerade die Welt so überall mit so Schaumstoff zu verpacken, ja. Und vielleicht sollte man, also das ist auch nicht schlimm, dass man muss jetzt nicht überall ständig Trigger auch hinlegen. Das, ne, wieder, man kann die Probleme von vielen Seiten angehen. Aber was vielleicht manchmal zu kurz kommt, ist dann, wie gehe ich eigentlich mit so Triggern um? Ja? Und was heißt überhaupt ein Trigger? Was bedeutet das? Also ein Trigger ist, also da habe ich echt interessante Beiträge zu bekommen. Ne? Ich will das jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber grundsätzlich so sich mal zu fragen, was heißt das eigentlich? Ich sehe irgendwas, ich höre irgendwas, ich kriege irgendwas mit und ich kriege eine ganz krasse Reaktion in mir. Ich bin aufgewühlt, ich weine, ich und so weiter. Und das verrät mir ganz viel über mich selbst und es müsste in meinem eigenen Interesse sein, diesen Trigger zu beherrschen, ja, und nicht anzufangen, in der Welt dann rumzudoktern und allen zu erklären, wie sie das zu lassen haben, sondern ich habe ein eigenes intrinsisches Interesse daran, diese Situation zu beherrschen. Das war ja auch das, was ich im Prinzip in dem Video gesagt habe, was ich mir dann auch wünschen würde. Matthias. Ich hab zwei Gedanken dazu. Witzigerweise mit meiner Freundin gestern eine Serie geschaut, die letzte Folge der Staffel, und dann kam die Triggerwarnung. Ja, die folgende Episode hat Suizid als Thema. Und dann hast du auch gesagt, ja, dankeschön, jetzt weiß ich schon, was passiert. Das war ein bisschen so. Oh klar, oh Mann. Ja, klar, ja, ja. Der Triggerwarnung können natürlich auch heftigster Spoiler sein, das ist klar. Ja, aber on a serious note, ich habe Cosmic Skeptic hat jetzt neuerdings sein Podcast revived. Also der kannst du auch Deutsch reden eigentlich? Oder? Ja, das wird schwierig. Also er hat ihn wieder neu aufgezogen und er hatte dann Konstantin Kissin zu Gast. Der ist euch vielleicht ein Begriff geworden, dessen Ansprache, das war, glaube ich, in Oxford. Irgendwie bei der Abschlussfeier hat er eine Rede gehalten sozusagen, und da ging es eben auch um Woke Culture und so weiter. Das ist ziemlich viral gegangen, also ihr kennt das Gesicht wahrscheinlich. Die Aufnahme hat aber schon davor stattgefunden, deswegen ist ja gar nicht das Thema, aber deswegen ist dieser Mensch aktuell ziemlich bekannt geworden. Sie haben sich auch genau über solche Themen unterhalten und hier gerade der Alex O'Connor, also der Cosmic Skeptic, hat das auch, sag ich mal, sehr angenehm kritisch hinterfragt, warum man denn oder wie man damit umgehen kann, wenn Leute halt bei sowas empfindlicher sind. Und das ja letztlich, also ich habe mir da auch viele Gedanken über seine Ansatzpunkte gemacht und deswegen auch so mein deterministisches Weltbild und so weiter. Also am langen Ende kann man sagen, es kann ja niemand was dafür, dass er halt so fragil ist sozusagen. Ja. Und Konstantin Kissin hat dann auch etwas Interessantes gesagt. Vielleicht das, was Nikki jetzt sagen würde, worüber ich auch länger nachgedacht habe und noch nachdenken würde. Er hat ja gesagt, das Problem ist, ich muss dieser Person nicht so viel Respekt entgegenbringen, weil die hat sich aktiv dagegen entschieden, etwas dagegen zu tun, zum Beispiel an sich selber zu arbeiten, sich Hilfe zu holen in diesen Bereichen, dass sie eben nicht mehr durch irgendwelche aus meiner Sicht nichtigen Dinge getriggert wird. Das gab ein interessantes Hin und Her zwischen den beiden, wo auch wirklich Alex O'Connor die Rolle gut eingenommen hat, das nicht zu strohmannen, weil er hat oft gesagt, dass Vorwürfe dass so gar niemand denkt eigentlich. Also zum Beispiel, dass niemand wirklich glaubt, dass jetzt jeder nur noch in Watte gepackt werden muss und sowas. Das ist schon klar. Aber wie können wir trotzdem damit umgehen? Und also ein sehr, sehr interessantes Gespräch, das verlinken wir auch. Wäre gespannt, was du dazu sagst. Aber jetzt Moment, also niemand muss in Watte eingepackt werden, aber wir dürfen nicht mehr irgendwie, was sind die ersten drei Seiten in einem Biologie-Einführungslehrbuch vorlesen? Also das ist der Punkt. Das kommt tatsächlich vor. Dass es aber eine verschwindend geringe Minderheit wirklich so denkt. Also
und das fordert und das halt eigentlich, und da sind wir auch bei dem Thema, was ist eigentlich die Mehrheitsmeinung in einer Gesellschaft? Das hatten wir auch in irgendeiner Folge, die es vielleicht schon gab. Ich habe den Überblick verloren. Es geht eher so in die Richtung. Und ich weiß auch, dass, sage ich mal, von linksextremen Leuten gesagt wird, ja, es gibt gar keinen Twitter-Mob, das ist die Mehrheitsmeinung. Das sind nicht sieben Randalierer auf Twitter, die da laut sind, sondern das denkt wirklich jeder so. Aber ja, ich sehe das tatsächlich auch. Aber jetzt Moment, Moment. Also es ist, also zwei Dinge sind miteinander völlig kompatibel. Ja? Erstens, kaum einer glaubt das. Zweitens, ist es überall zum Problem geworden. Warum? Das ist absolut, weil diese wenigen Leute. Akademie. Genau. Und also insbesondere natürlich in Universitäten, in wissenschaftlichen Organisationen und so weiter, weil man Leuten über solche Fragen einen sehr großen Einfluss gibt. Ja, und zwar, also das muss gar nicht beschlossen werden, die nehmen sich das einfach. Und die Strategie dahinter ist, dass man im Prinzip genau das macht, was ja eigentlich auch in diesen Diversitätsworkshops, also offensichtlich halt permanent irgendwie passiert, dass man halt sagt, das ist jetzt eine Mikroaggression, das ist hier also ein Stereotyp oder irgendwie sowas. Und das wird dann überall rausgezogen. Also das Problem ist ja tatsächlich, dass also man gewissermaßen mit irgendwie so einer Suchanweisung, also man nennt das Heuristik, ja, kognitionspsychologisch, also eine Suchanweisung durch die Welt läuft. Ja, also wenn alles rassistisch und sexistisch oder transphob oder irgendwie sowas ist, dann ist es deine Aufgabe herauszufinden, wo sich das konkret manifestiert. Weil diese, also Hintergrundannahme, die wird ja nicht hinterfragt. Das wird ja einfach gesagt. Ne? Die Welt ist so. Und auch wenn das nicht irgendwie individuell in den Köpfen der Leute ist, ist es halt irgendwie in den Institutionen und in den Regeln und irgendwie in der Kultur drin und so weiter. Und das reproduziert sich deswegen permanent. Ja? Und also ich würde schon sagen, dass das also sehr, sehr kleine Anlässe manchmal zu einem Entflammen von also Emotionen und Wut führt, was ja also unter dem Begriff Hexenjagd läuft. Ne? Das wird ja häufig dann auch irgendwie von rechts dann so ein bisschen instrumentalisiert, aber das scheint ein genuines Phänomen zu sein. Übrigens, dazu kann man Interessantes auch nachlesen in The Coddling of the American Mind von John Hyde und Greg Lukianoff, die das nämlich genau charakterisieren. Also die sagen halt eben, also passiert extrem schnell und extrem wirkmächtig etwas anhand eines Anlasses, über den wäre vor vielleicht 5 oder 7 Jahren noch nicht einmal diskutiert worden. Ja? Wobei man wahrscheinlich noch unterscheiden muss, ich habe das auch gelesen, im Umfeld, das natürlich an den Universitäten und in der Bildung noch viel, viel stärker vertreten, aber natürlich schwappt es über in, sag ich mal, die Corporate-Welt oder die Unternehmenswelt, weil ja eben die Absolventen aus dem Uni-Umfeld dann im normalen, in der richtigen Welt ähnliche Dinge erwarten, die sie halt dort lernen und wie auch dort umgegangen wird. Also ich habe da noch ein bisschen Hoffnung, dass halt dann doch sich die Vernunft der Mehrheitsgesellschaft tatsächlich, die ja nicht alles Akademiker sind, die in solchen Kreisen unterwegs sind und die solche Dinge fordern und damit aufwachsen, dass sich da noch durchsetzt, dass das sich nicht überall durchschlägt und das eben nicht überall so ist, sondern das wirklich nur eine geringe, aber sehr mächtige Gruppe wirklich sowas einfordert. Aber die Gefahr ist natürlich da, und da bin ich auch kein Experte, inwieweit das schon wirklich in der echten Welt angekommen ist. An Universitäten, das ist ganz eindeutig. In der echten Welt. In der echten Welt. Ich habe das jetzt mit Absicht so gesagt. Ich war selber auch an der Uni. Ja. Ich hatte übrigens mal, also das ist eine ganz interessante Anekdote, also ein Lehrbuch über also BWL aufgeschlagen, und häufig wird dann irgendwie, weiß nicht, in diesen also nicht so wahnsinnig wissenschaftlichen Fächern dann halt irgendwie viel mit wissenschaftlichen Ausdrücken um sich gesprochen und dann um sich geworfen, und das machen wir hier auch. Genau, das machen wir hier auch, ne, so just for show. Und da ging es dann um die Systematisierung, welche Art von Wissenschaft ist denn eigentlich die Betriebswirtschaftslehre, und dann wurde es der Realwissenschaft zugeordnet im Gegensatz zur Geisteswissenschaft, ja. Und also ne, also es gibt eine echte Welt, da gibt es echte Dinge, und dann gibt es die Geisteswissenschaft, da geht es um nichts wirklich, um Dinge, die es nicht gibt, ja. Und das fand ich interessant, ja, aber ich glaube, dass das, also in gewisser Weise hat das also einen gewissen Nutzen, so zu rubrizieren. Also es gibt Leute, die sich nur darüber Gedanken machen, wie man theoretisch, wenn man ein Problem hätte, das wirklich lösen täte, ja. Und dann gibt es Leute, die ohne das zu wissen einfach sagen, so geht's. Ja, und das Coole ist doch eigentlich, wenn man sich erstmal Gedanken macht, wie macht man das tatsächlich, ja, um dann in die
Universitäten und in die Hochschulen zu gehen, in die Bildungsinstitutionen, um dann darüber systematisch nachzudenken. Aber was wir halt häufig verloren haben, ist halt wirklich so diese Bewährungsinstanz der Praxis. Ja? Also Probleme löst man so und so und nicht anders. Ne? Und da, also schlägt John Hyde und Greg Lukianoff, die schlagen vor, man sollte eigentlich zumindest die Leute ermutigen, wenn nicht auch verpflichtend, ein praktisches Jahr zu machen. Also so im Prinzip, wie das eigentlich in Deutschland auch vorgesehen ist, weil man dadurch einfach maturiert. Also man wird reifer, weil man mal ein praktisches Problem lösen musste. Ja, und vielleicht auch im Team und vielleicht auch unter Zeitdruck und auch vielleicht, wo man nicht so ganz ideale Bedingungen vorfand, aber im Fokus steht, wir müssen das jetzt durchbekommen und deswegen stell mal deine kleinen Petitessen irgendwie hinten an. Also da sieht man halt irgendwie so ein bisschen, wie Dinge auch im Verhältnis stehen. Also wenn die Aufgabe wichtig ist, dann konzentriert man sich halt darauf. Ne? Deswegen sind übrigens Deadlines auch sehr wichtig. Ne? Weil du dir irgendwie überlegst, also wenn man irgendwie was in einen Aufsatz schreiben muss oder irgendwie sowas in der Universität, dann irgendwie, du hast noch einen Monat Zeit, dann liest du in irgendwelche kleinen Fußnoten rein, aber du verlierst total aus dem Blick, worum geht's denn eigentlich? Und diese Sache, die sollte im Mittelpunkt stehen. Wenn du weißt, du musst das Ding übermorgen abgeben, dann wirst du sagen, okay, interessant, interessant, aber jetzt gerade hier nicht so relevant, hebe ich mir auf für irgendwann anders und jetzt ist das die Aufgabe. Ne? Und das ist, glaube ich, also was man wirklich vermitteln muss. Also die Auseinandersetzung mit tatsächlichen praktischen Problemen, die sollte im Mittelpunkt stehen und dann kannst du dir ausgehend davon theoretisch Gedanken machen darüber, wie man halt irgendwie die löst. Das wäre ein Fix dafür. Gut. Du sägst auch gerade an deinem eigenen Stuhl als Geisteswissenschaftler. Nee. Also ich bin immer davon eingetreten, dass man Philosophie sehr praktisch verstehen sollte. Also okay. Konkrete Hinweise über, wie man tatsächliche Probleme löst. Ja. Nur, dass es dich natürlich also oft in also Gefilde von Theorie führt, die halt ein bisschen also tiefer sind als das, was Leute sich konkret in der Praxis tatsächlich überlegen würden. Aber es muss immer geerdet sein auf irgendwas. Ne? Mhm. Also wenn du irgendwann über gar nichts mehr redest und so völlig also der Praxis enthoben und abstrakt, das ist halt dann einfach schlicht nicht hilfreich. Das ist übrigens ja auch genau der Kritikpunkt an diesen Diversitäts-Workshops, dass genau das passiert. Ne? Also man redet einfach mal darüber, irgendwie Diversität und blablabla, aber was es konkret bedeutet, sich diversitätskonform in einer tatsächlichen Situation zu verhalten, wird halt eben nicht besprochen. Weil man auch gar nicht darauf eingeht, wie das also die Leute betrifft und also was deren individuelle Situation ist. Ich frage mich gerade, hat das irgendwie auch was damit zu tun, dass der Gedanke kommt mir gerade, vielleicht ist der Quatsch, also diese Diversitätstrainings auch, die wir jetzt, von denen wir sprechen, die sind ja auch irgendwo ein Produkt auf dem Markt. Also du bietest das an, das wird gebucht, damit wird ja auch Geld verdient. Da ist ja ein Problem erschaffen worden oder ist ein Problem und das kann man dann anbieten und so weiter. Und ich frage mich gerade, ob das irgendwo dann auch so ein bisschen markttechnische Effekte sind, dass das so passiert, weil es natürlich auch eine sehr günstige Art ist, das zu machen, weil du gar nicht hingehen musst. Exakt. Du musst nicht evaluieren, wie ist die Situation in der Firma wirklich. Ja? Du musst nicht gucken, was ist eigentlich, also du kannst es dir ganz einfach machen, du machst so einen Vortrag, hast klar die Punkte, die du erklären möchtest, du hast klare Hierarchien und du sagst, wenn wir das denen erzählen, dann ist das gut. Damit kannst du dann, weiß ich nicht, wenn du das anbietest, ein paar tausend Euro verdienen. Die Firma ist glücklich, der es angeboten hat, ist glücklich. Hast du gerade in der Pause Research nachgeholt? Wieso? Ja, weil das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich bin einfach klug. Wir verlinken einen Text von The Cut, wo genau das drin steht. Also was es gibt ja immer so Wellen, ja? Und die also Ermordung von George Floyd war ja genau das Ursprungsereignis, das genau so eine Welle ausgelöst hat. Ne? Also da wurden dann Firmen damit konfrontiert, also mit der Herausforderung, dass man gesagt hat, was macht ihr denn eigentlich an der Front? Ja, und dann mussten die irgendwas vorweisen und dann es gibt halt nur eine begrenzte Zahl von Diversitätstrainern. Und die waren dann alle irgendwie überbucht, Preise sind ins Unermessliche gestiegen und dann gibt es halt irgendwie Leute, die sagen irgendwie, hey toll, hätte ich mal mich darauf konzentriert, okay, was sind denn da so die Eckpunkte, was lehrt man denn da eigentlich und so weiter. Und die bieten das dann eben auch an. Ja, also das ist auch ein typisches Phänomen. Ne? Also irgendwie so Lawyer, also es gibt ja auch so, also wie nennt man diese
so Vermittlungsworkshops, die typischerweise von Juristen gemacht werden, na, dass man sich außergerichtlich einigt und dann zeigt man den Leuten auch eben irgendwie, wie das funktioniert. Und die könnten sowas natürlich auch dann aufgreifen und dann irgendwie sagen, das sind so die Compliance-Anforderungen an Firmen und hier, okay, jetzt machen wir ein bisschen Diversität, bauen wir auch ein. Und das Problem dabei ist halt eben hohe Nachfrage aufgrund von also Schockereignissen und keine regulierenden Standards, was eigentlich in sowas vorkommen muss. Ne? Also es gibt nicht irgendwie, also die Forschungslandschaft, die sagt irgendwie, das sind die drei Dinge, die man halt irgendwie machen muss, ESO damit in einer Firma das gut wird. Um das zu machen. Das ist halt der Unterschied. Man muss natürlich jetzt auch nicht alles irgendwie standardisieren, aber es ist, aber ein bisschen mehr wäre natürlich. Ja, aber das ist ja der Unterschied zu zum Beispiel, kommt jemand in die Firma und macht Sicherheitseinweisungen, also Erste-Hilfe-Kurs oder so, oder macht Brandschutz-Trainings und so weiter, ja, weil da ist ganz klar, das hat, also so wie ich das mitbekommen habe, da hast du halt klare Erkenntnisse, was tun im Brandfall und so weiter, ja. Das ist aber nicht einfach so entstanden und jeder kann da irgendwas erzählen, sondern das basiert in der Regel auf ganz klaren Regeln, die wir mal irgendwann erarbeitet haben und woran auch bewiesen wurde, dass die einen guten Effekt haben. Ne? Also und Arbeitssicherheit ist ja gerade so ein Punkt, wo ich sagen würde, die Trainings sind schon effektiv, also glaube ich zumindest. Ich habe mich da jetzt nicht eingelassen. Shoutout an meinen Kollegen Christoph Börtlein vom Wissenschaftsrat der GWOP, der macht nämlich genau diese Sachen. Ah, okay. So was passiert halt nicht so Safety. Schubweise. Also da passiert nicht jetzt irgendein Ereignis, das politisch sehr, sehr und gesellschaftlich sehr, sehr relevant ist. Also es fängt nicht an, plötzlich alle Häuser zu brennen und jetzt müssen wir das mal kurz machen, sondern sowas hat sich halt dann wirklich, wirklich sehr organisch entwickelt. Aber was wir jetzt ja auch schon angeteasert haben und das ist vielleicht bisher ein bisschen zu kurz gekommen, dass es eben halt auch schon gute Trainings gibt, beziehungsweise bessere Trainings, weniger schlechte Trainings und auch Maßnahmen, die besser funktionieren, wo wir später bestimmt noch drauf zukommen. Weil so könnte man meinen, das wäre ja alles Schrott. Was wir gerade beschrieben haben, ist einfach der Effekt, warum es halt so viele schlechte und durchschnittliche Trainings gibt, weil der Markt ist halt einfach, die Nachfrage ist zu hoch. Ja, ja, der begünstigt das, genau. Ja. Übrigens, also dazu ist wichtig zu wissen, es gibt eine Menge sehr dubiose Angebote am Markt. Also alleine zum Beispiel, wenn man den Begriff Management by Horses googelt, dann findet man einiges dazu. Und also, da, könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Ich habe es akustisch nicht mehr verstanden. Geht es um Pferde? Es geht um Pferde. Es geht darum, du machst, also du willst irgendwie eine bessere Führungskraft werden und du machst ein Training nicht mit Menschen, sondern mit Pferden. Mhm. Und so die Rechtfertigung dafür oder so das, was es irgendwie plausibel macht, ist dann halt irgendwie so ein Gedanke wie, naja, also viel Führungsverhalten ist ja nonverbal und mit dem Pferd, dem kannst du ja nicht irgendwie was erklären oder irgendwie sowas, sondern da musst du ja auch irgendwie so bestimmte Signale senden oder irgendwie sowas. Also deine Mitarbeiter sind die Pferde, oder? Das ist das Modell, ja, genau. Also es wird dir eingeredet, also nonverbale Kommunikation trainierst du, dann, also Mitarbeiter sind ja manchmal bockig, dann kriegst du auch ein bockiges Pferd, mit dem musst du dann trainieren. Und ja, auch so diese Selbstwirksamkeitserfahrung, irgendwie sowas, dass du irgendwas machst und das hat dann tatsächlich die Konsequenz und dann kriegst du ein Feedback, von dem Pferd kriegst du unmittelbar ein Feedback und sowas und deswegen kannst du direkt merken, was das irgendwie bewirkt, was du in der Welt machst und irgendwie sowas. Ganz schwierig ist der Umgang, mit Hengsten, ne? Die müssen wir als erstes kastrieren. Genau, toxische Männlichkeit. Schimmel vor allem. Schimmel entfernen, ne, klar. Ja. Aber der Punkt ist, also du kannst immer irgendeine Story erzählen, warum das irgendwie plausibel ist, dass das Training irgendwie funktionieren würde. Und du kannst dann sagen, irgendwie hier, das kostet auch nur 3.000 Euro pro Teilnehmer pro Tag. Ja. Ist sogar das, also Workshop-Essen mit drin. Nice. Ja, kannst du alles steuerlich auch ansetzen und so weiter. Und es gibt Leute, die leben extrem gut davon, dass sie halt, also Management by Horses. Ey, ganz kurze Frage, Jungs. Tatsächlich ein Ding, sollen wir nicht auch die Seiten wechseln und Quatsch Coachings anbieten. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist viel einfacher als das, was wir jetzt machen mit der Vernunft und differenzieren und alles beleuchten. Lass uns doch einfach ausdenken, was erstmal so gut klingt, ja, also Coaching am Aquarium oder so, ja. Wir zeigen, wie man anhand von Fischen zu mehr Diversität, es gibt auch so Regenbogenfische und so, das ergibt doch Sinn. Also das wäre
Genau, also man könnte zum Beispiel sagen, irgendwie, also so ein Aquarium ist ja so der Mikrokosmos einer Firma und als Symbol für mehr Diversität stellst du jetzt irgendwie ein Aquarium in die Mitte des Raums und da sind irgendwie so Regenbogenfische drin. Also, das funktioniert also halt unter der Annahme, das, was du vorgesagt hast, dass halt der Inhalt ja eigentlich egal ist. Wir müssen nur eine Form folgen, indem wir etwas sagen und es ist sowieso nur 7% Inhalt relevant, sondern nur Körpersprache und Signale. Wenn man das glaubt, dann kann man sich sowas bestimmt buchen und dass man da einen Schnapper gemacht hat. Ich habe die zeitliche Kapazität leider nicht und mir fehlt da wahrscheinlich am Ende auch die Muße, aber das wäre ein witziges Experiment, um mal zu gucken, wie quatschig kann man ein Coaching eigentlich sich erfinden und wird immer noch gebucht? Oh, sehr. Da musst du die Arbeit gar nicht machen. Gibt es. Also der Uwe Cunning aus Osnabrück hat einen interessanten YouTube-Kanal, können wir auch verlinken, wo er die Auswüchse von Trainings und Managementpraxis und irgendwelche Moden und so weiter also regelmäßig unter die Lupe nimmt. Und das ist komplett absurd. Wahrscheinlich macht man da denselben Fehler, dass man wieder so denkt, so, ich zeig jetzt mal, wie bekloppt die Welt ist und denkst dir was total Beklopptes aus und stellst dann fest, das ist noch nicht mal das Bekloppteste. Genau, total alter Hut und eigentlich hat die Realität schon Leute eine ernst, viel... Ja, das ist, also die Realität parodiert sich da quasi selbst. Ja, das ist ja heutzutage bei mir ganz häufig, dass ich da sitze und ich Satire und Wirklichkeit teilweise, ich kann sie nicht mehr auseinanderhalten, wirklich, das passiert mir immer häufiger, dass ich nicht mehr weiß, meint die Person das jetzt wirklich ernst oder ist das ein Witz? Also das ist ja schon eine faszinierende Zeit so, ne? Also. Ja. Das ist, jetzt Moment, Poe's Law, ne? Also die du kannst nicht unterscheiden, ob etwas eine satirische Äußerung ist oder wirklich ernst gemeint. Ich hätte ein ganz kleines Beispiel. Die Zeit haben wir doch, oder? Also, ihr habt mitbekommen, war in Berlin ja gerade diese Wahl wegen Klimaneutralität und die ist ja, das ist ja nicht durchgegangen, also die hatten diesen Volksentscheid, genau. So, für unsere Zuschauer jetzt schon 2 Wochen her oder so. Und dann hat auch bei Twitter einer geschrieben, Leute, die zu einem Klima-Volksentscheid gehen, um Nein zu stimmen, fahren mit ihrem SUV auch lachend quer über den Spielplatz. Das ist ein guter Witz. Und ich saß da und ich habe wirklich jetzt nicht verstanden, ist das jetzt, war das jetzt witzig gemeint? Das war nicht witzig gemeint. Es gibt Leute, also es kann sein, dass es ein Parodie-Kanal ist, auf dem sowas läuft, der aber eigentlich nur abschreibt von Leuten, die tatsächlich so aber glauben. Das ist ja so dermaßen drüber, dass ich da wirklich saß, ich habe erstmal gelacht und dann habe ich so gesagt, ey, Moment mal, das meint der gar nicht witzig, ne? Also so, und ich kann es jetzt, also ich kann es aufklären, das ist, also der heißt Mario Sixtus, also ist super bekannt. Dass irgendwie, der hat das ernst gemeint. Der hat das ernst gemeint, das meint der ernst. Also der schreibt das und der meint das anscheinend, also muss ich von ausgehen, der meint das wirklich ernst. Was kennt der für Leute, dem, also. Ja, und weißt du, und das ist so ein. Ich habe noch nie ein Auto auf einem Parkplatz gesehen, auf einem Kinderspielplatz gesehen. Also wer es gewagt hat, dafür Nein zu stimmen, das ist auch ein Mensch, der mit einem SUV quer über ein Kinderspielplatz. Ja. Also, das ist so. Ja. Das ist wirklich, also das ist, selbst für meine Verhältnisse ist das ein geschmackloser Witz. Ja. Und das Schlimme ist, aber der hat. Das ja nicht. Also, das ist mir oft aufgefallen. Ich meine, das ist ein ziemlich großer Twitter-Account, deswegen kann man das auch benennen und das ist alles öffentlich. Deswegen, also hier auch bei allen Ehren, trotzdem Grüße gehen raus, der war ja mal GWP-Mitglied. Aber der durchsucht die Welt systematisch nach, wer ist alles mein Feind? Könntest du mein Feind sein? Du, oder du? Ja? Und dann findet man natürlich überall auch Belege. Ja. Also, das fand ich interessant. Also wie gesagt, ich habe es gelesen. Also man könnte irgendwann demnächst so eine Kategorie aufmachen. Man liest Sachen vor und man weiß einfach nicht mehr. Joke or not. Ja, ist es ernst oder nicht? Ich weiß es nicht. Also ich hätte es mir nicht vorstellen können, aber ich bin zu wenig bei Twitter, glaube ich. Aber das tut meiner geistigen Gesundheit auch gut. Auf jeden Fall, bleib dabei. Und zu wenig bei Trost. Ich muss immer, ich ziehe so die Quintessenz manchmal raus für uns in der Sendung, dass wir da einmal so kollektiv alle so, den What the fuck Moment und dann können wir weitermachen. So. Genau.
Apropos weitermachen, wir machen weiter mit, also was sind dann eigentlich, also das ist immer noch die Oberfrage, ne? Also was sind die nicht intendierten Effekte dieser Diversitätstrainings? Und ein weiterer Effekt, den hatten wir auch schon mal angesprochen in unserem Reaktionsvideo auf Ahmad. Mhm. Ne? Wenn du den Leuten erklärst, es gibt da irgendwie so diese Herrscherkaste, nämlich die weiße Mehrheitsgesellschaft, dann sagst du damit Leuten, okay, die, also zu denen muss man eigentlich gehören. Also gib dich nicht mehr den anderen ab, die keine Macht haben, sondern sei freundlich mit den einen. Ne? Und es ist auch so, dass das tatsächlich auch die etablierte Praxis ist und das wiederum ist, also schafft Social Proof. Das haben wir in unserem allerersten Video gemeinsam ja besprochen. Also wenn du Leuten irgendwie sagst, das hier ist die Norm, dann werden Leute sagen, aha, okay, dann kann ich mich ja an dieser Norm orientieren. Und das gilt sogar dann, wenn die Norm schlecht ist. Also wenn man irgendwie sagt, alle Leute schmeißen hier irgendwie ihren Müll auf die Straße oder irgendwie sowas, das ist ja eine schlechte Norm. Ja. Und jeder kann das verstehen. Aber es machen alle. Ja. Ja? Also deswegen sagst du dir, naja, das ist nicht so schlimm, wenn ich das jetzt eben auch mache. Das ist ja, so ist das hier, ja. Und das ist, wenn man so ein bisschen Grundlagen in Sozial- und Moralpsychologie hat, dann fällt einem sowas eigentlich auf. Also in dem Moment, wo du etwas als Norm markierst, fangen Leute an, sich an dieser Norm zu orientieren. Also das wäre dann auch, und das könnte, könnte man alles besser machen. Das wäre ja dann auch sehr problematisch, wenn man zum Beispiel etwas, jetzt muss man sehr vorsichtig formulieren, man würde etwas überdramatisieren. Und da bist du ja der Meister. Ja, der ich weiß. Also. Man dramatisiert etwas, ja. Das, also man sagt irgendwie, das ist der Ist-Zustand, der ist ganz, ganz, ganz schlimm. Aber vielleicht ist der gemessen an der wirklichen, also statistisch lässt sich das gar nicht so prüfen. Und aber du willst eigentlich jetzt, um diesen Missstand aufzudecken, sagst du, dass so schlimm ist es. Und dann machst du das ja so, du normalisierst das. Ne? Also das wäre dann, also ich weiß jetzt nicht, ob das Beispiel gut ist, aber wenn ich jetzt sagen würde, so, es ist total normal, alle Männer schlagen ihre Frauen. Das ist ganz schlimm, alle tun das. Ja? Könnte das dann den Effekt haben, dass dann vielleicht einer sagt, ja gut, das ist halt die Norm? Wäre jetzt ein krasses Beispiel. Ja, dann sagst du, ja, also und ausgehend von der Norm, ich mache das nur ganz bisschen. Ja. Also, ey, guck mal, ey, alle schlagen die, ich gebe nur einen Klaps. So, guck mal. Gutes Beispiel. Ich mache es besser. Ich schlage nur ganz leicht. Ich habe gestern mal wieder die Office Rerun geguckt und dann unterstellt Stanley Jim, dass er jetzt ja vielleicht fremd gehen könnte, weil er läuft halt in sein Hotelzimmer rein und da ist halt die Kollegin auf dem Bett, die sich tatsächlich an Jim ranschmeißt und Stanley sagt nur zu ihm, ja pass auf, das wird immer einfacher. Also das heißt, wenn er einmal den Fehler begangen hat, der erste Strich auf der weißen Wand, die nächsten Striche, die folgen leichter und genauso ist es dann auch, wenn wir irgendeine Norm reinbringen, ja also jeder geht fremd, natürlich beeinflusst du die Leute und du setzt einfach die Latte ein bisschen weiter nach unten, um in dem Sprachduktus bei dem Beispiel zu bleiben. Da wäre ich mir ganz sicher, dass es diesen Effekt hat. Das ist echt interessant. Übrigens, also man muss aufpassen, was man normalisiert. Und gerade in Bezug, was ich gesagt habe, mit Dramatisierung oder Dinge vielleicht aus Effekt schlimmer darstellen, als sie wirklich sind, ist dann ja saugefährlich. Ja, exakt. Und übrigens, also ich meine, das betrifft alles Themen, wo es wirklich auch eine Forschungsliteratur dazu gibt. Mhm. Also ich habe ja mal ein Buch über experimentelle Philosophie geschrieben und da hat Joshua Knope, das ist ein also Philosoph aus, beziehungsweise Kognitionswissenschaftler und oder wirklich Philosoph, ne? Also Knope. Knope. Also wird er geschrieben, Knobe. Ja, Joshua Knope. Nach ihm ist der Knope-Effekt benannt. Aber der ist ein extrem produktiver und sehr schlauer Forscher. Obi-Wan Kenobi. Und genau, so ähnlich. Und also der hat den Begriff normal untersucht. Also was verstehen eigentlich Leute, wenn du sagst, das und das ist normal? Hm. Und die Antwort auf die Frage ist, normal ist das, was die Mehrheit tut, im statistischen Sinne irgendwie die Mitte ist. Aber ausgehend davon in Richtung dessen, was irgendwie gut ist. Mhm. Ja? Also wenn du zum Beispiel sagst, irgendwie, um bei diesem platten Beispiel zu bleiben, Leute schmeißen halt ihren Shit auf die Straße, irgendwie, was nicht, Raucher, die irgendwie, was nicht, 10 Kippen am Tag rauchen oder irgendwie sowas. Und im Durchschnitt schmeißt jeder 10 Kippen auf die Straße. Dann wäre das, was normal ist, nicht 10, sondern vielleicht 8 oder so. Also
der statistische Durchschnitt, aber eher in Richtung dessen, was irgendwie sozial oder so gewünscht ist. Mhm. Ja, das ist das, was wir als normal erachten. Ja? Also ist es ein bisschen eingebaut, irgendwie die Forderung, verhalte ich doch irgendwie besser als, aber das, was eben im statistischen Sinne die Norm ist. Und das ist irgendwie so in uns eingebaut. Deswegen fühlen wir uns schon okay, wenn wir einfach nur normal sind. Ja? Und vor allem dann, wie du sagst, Sinan, ja, wenn kommuniziert wird, mittlerweile sind ja irgendwie rechtspopulistische Ansichten schon irgendwie wieder mainstreamfähig oder irgendwie sowas, dann denkt man sich so, ja, dann sind ja meine gar nicht so schlimm. Und jetzt sage ich das mal. Ja, das ist ja gerade das Beispiel, was ich meinte, wenn du sagst, alle schlagen ihre Frauen grün und blau und du denkst, ja, cool, ich gebe dir ja nur manchmal einen kleinen Klaps. Ja. So, ne? Ja. Dann ist es ja okay. Es ist gefährlich, das zu sagen, ja. Also alles nicht intendierter Nebeneffekt dessen, was halt da vielleicht mit guten Absichten gemacht wird, aber also der Weg in die Hölle ist ja auch mit guten Absichten gepflastert, wie man sagt. Ja. Ne? Das ist irgendwie die Übersetzung eines englischen Sprichworts. Okay, nächster Punkt. die Selbstdarstellung eines Arbeitgebers, also einer Firma oder irgendwie sowas, ne? Als Diversity-Arbeitgeber, ne? Also uns ist das wichtig und wir tun ja alles für Diversity und so weiter, ne? Hat paradoxerweise den Effekt, dass berechtigte Beschwerden, ja, also wenn jemand irgendwie sexistisch, rassistisch, transphob oder irgendwie sowas diskriminiert wird, weniger zur Anzeige gebracht wird, als in einer Situation, wo Diversity einfach überhaupt keine Rolle gespielt hätte. Warum? Weil so aus der Sicht der betroffenen Person muss man sich das ja überlegen. Also du fängst an zu arbeiten und dann wird immer die ganze Zeit gesagt, Diversity, Diversity, Diversity. Irgendwie ist es ja uns total wichtig. Das ist so unser Wert. Und dann passiert dir irgendwas und du sagst dann halt irgendwie, ja, aber das ist ja jetzt so ein Diversity-Arbeitgeber und die sind ja total für Inklusion und so weiter. Also wahrscheinlich liegt das Problem bei mir und ich sollte mich mal nicht so haben. Das ist irgendwie offensichtlich normal. Ja? Und das ist, also wie gesagt, das ist nicht unbedingt ein Effekt, der sich einstellen muss. Also wenn man zum Beispiel einen Diversity Officer hat und klare Regeln, also konkret beschreibt, gewünschtes Verhalten, nicht gewünschtes Verhalten oder irgendwie sowas, ne? Also und auch Prozesse, wie man halt irgendwie auch solche Beschwerden äußern kann, ja, und dann auch Hilfe bekommt. Wenn man das alles hat, dann ist das ein weniger großes Problem. Aber wenn man einfach nur sich selbst Diversity labelt, ja, also mit diesem positiven Label besetzt, ja, und ansonsten nichts macht, dann führt das dazu, dass Leute, die eigentlich Hilfe bräuchten, diese Hilfe nicht bekommen. Also quasi, es kann ja nicht sein, was nicht sein darf, weil die Firma hat ja schon klar gemacht, bei uns, wir sind ja divers, wir sind ja nicht diskriminierend und wenn es dann so einen Fall gibt, dann hemmt das sozusagen auch so ein bisschen den Betroffenen, weil er sagt, ja gut, kann ja eigentlich nicht sein, die sind ja hier schon, die haben ja schon alles, steht ja klimaneutral drauf, wie soll das denn gehen? Ja, genau. Und das kann man ja auch als Strategie verfolgen, dass man sagt, also dieses Labeling hat genau die Wirkung, dass halt irgendwie, also sogar berechtigte Beschwerden kommen nicht zur Sprache, dann haben wir damit weniger Aufwand und weniger negative Publicity. Ja. Genau, also das waren jetzt so irgendwie die nicht intendierten Effekte. Ja. Es gibt noch einige weitere Aspekte, also zum Thema beispielsweise Mikroaggressionen. Da könnten wir jetzt auch drauf eingehen. Also das ist ja das Phänomen, dass Leute bestimmte Dinge sagen, die man als Angriff auf eine bestimmte Identität oder irgendwie sowas verstehen könnte. Mhm. Und das ist problematisch, weil vieles, was als Mikroaggression beschrieben wird, ja, ist einfach eine Auffassung, die beispielsweise eine marktwirtschaftlich oder also liberal-konservative Person als Überzeugung hat. Ja? Also es geht da gar nicht irgendwie um eine bestimmte andere Person. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, irgendwie Amerika und wir, also das sollte man jetzt eben nochmal dazu sagen, also alle diese Literatur ist sehr stark amerikanischer Kontext. Ja. Das heißt, wir können damit vielleicht, also man muss eine Übertragungsleistung machen. Grundsätzlich können wir weniger damit anfangen als eben Leute, die das in Amerika rezipieren. Ihr müsst einfach plus 5 Jahre rechnen, das willst du sagen. Genau, exakt. Ja, aber es kommt, früher oder später kommt das alles zu uns. Ja, und zwar also die positiven und die negativen Auswüchse. Also wenn jemand jetzt beispielsweise sowas sagt wie America is a melting pot,
Also Amerika ist eigentlich ein Schmelztiegel. Schmelztiegel, genau, ja. Also da vermischen sich unterschiedliche Kulturen. Das, was eben dann rauskommt, ist irgendwie amerikanisch. Dann ist das, also wenn du das sehr, sehr böswillig lesen wolltest, und das ist ja wirklich ein, so ein Gemeinplatz, ne? Also so wie man irgendwie amerikanische Kultur betrachtet und was auch irgendwie, was nicht die Amerikaner stolz macht darauf. Aber das ist eher so, also es bedient eher so dieses, also die sehr so national stolzen Menschen dort, ne? Also man könnte sagen Konservative, ja, die bedient es, ja. Also wenn die sowas sagen würden, dann würden die halt irgendwie sagen, na, stolz geschwellter Brust, können wir doch sagen, wir sind ein Melting Pot. Und man kann böswillig damit jetzt den Gedanken verbinden, okay, der will Wir meine machen dich Kultur erst, auslöschen. ja, wir machen dich erst zum Amerikaner, weil das ist ja besser und dann den Rest lässt du zurück, was du eigentlich mitbringst. Ja, also deine Kultur wird genommen und in diesen Pott reingegeben und schmilzt dann. Also Ja. du kannst im Prinzip deine Kultur eigentlich nicht mehr leben, ja. Genau. Ist aber wahrscheinlich nicht so wirklich gemeint, ja. Also das ist halt ein Problem. Oder wenn man sagt irgendwie, America is the land of opportunity, ja. Also das ist ja auch eine Sache, dass man irgendwie, was nicht so, es gibt diesen amerikanischen Traum und jeder kriegt eine Chance und auch wenn du auf die Nase fällst, kannst du wieder no von vorne anfangen und so weiter, vom Tellerwäscher zum Millionär und so. Und das, natürlich ist es eine Frage, ob das jetzt empirisch tatsächlich zutrifft und also die soziale Mobilität in Amerika ist jetzt auch nicht so wahnsinnig toll, aber die Leute reden sich das halt ganz gerne ein und es gibt halt manche Leute, die halt irgendwie so eine Weltsicht vertreten, ob die jetzt recht haben oder nicht. Das als Mikroaggression zu labeln, ist halt schon eine Parteinahme für eine sehr progressive Sichtweise, ja? Also sich davon angegriffen zu fühlen, was einfach die Werte der Personen darstellt, ist problematisch und in diesen Trainings, wenn du sagst, irgendwie das wäre beispielsweise eine Mikroaggression, dann normalisierst du ja sich angegriffen fühlen von einfach Auffassungen, die halt politisch andere sind als deine eigenen. Ja, du verengst, also ja, es ist halt schwierig. Also du verengst natürlich schon wieder den Korridor und sagst dann, das ist nicht, ja, also du kannst eigentlich nicht so sein, wie du bist oder das ist ja ganz interessant, weil was du gerade gesagt hast, allein so eine Aussage, Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, so, ne? Und du sagst irgendwie, ich bin hier in Amerika und ich finde, Amerika ist das Land, wo sich jeder selbst verwirklichen kann und so. Ist ja erstmal, also ob das so stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn du natürlich diese Ansicht, ohne dass derjenige konkret irgendwas Problematisches oder Angriffsmäßiges unternimmt, wenn du das schon darstellst als, ja, das diskriminiert mich aber oder das ist eine Mikroaggression, ja. Ja, haust halt wieder vielen Menschen vor den Kopf, ne? Ja. Und ein weiterer Punkt, zu dem das führt, ist halt eben, wenn du dir jetzt irgendwie schön selbst bestätigt hast, irgendwie, also das sind ja Sachen, die wir nicht tun, nicht sagen und so weiter, na, weil wir haben das ja schön besprochen in diesem Workshop. Und vor allem dann, wenn es auch freiwillig war, dann kriegst du ja also diesen extra Payoff. Ich bin ja da sogar selber hingegangen, nicht wahr? Also wir haben ja auch ich glaube, Matze hat darauf hingewiesen, ne? Also wenn das nicht freiwillig ist, dann erzeugt es Reaktanz. Wenn es freiwillig ist, kriegst du Moral Balancing. Also das heißt, dieses Phänomen, dass du sagst, ich war doch gerade erst mit diesem Diversitätsworkshop und jetzt kann ich mal ein paar sexistische, rassistische, transphobe Sachen machen, die halt aufgewogen werden dadurch, dass ich halt ja aber diesen tollen Workshop gemacht Ach habe. geil, das Ja? funktioniert? Ich Das funktioniert. Und es frag ist für meine in. Sendung. Also kann ich mit einem Montags-Upload, den ich noch zusätzlich dazu packe, der ultra divers ist, Kannst du kann ich mir Credits Freitag mehr erarbeiten, draufhauen? den ich dann Freitag verballern kann? Das ist Ja, interessant. genau. Erzählen Sie mir mehr. Die. Also das ist eigentlich, also es gibt einen analogen Fehler, den man macht im Bereich so ökonomischer Entscheidungen. Also was du eigentlich ja tun solltest, also aus der strikt ökonomischen Sicht, ist immer zu fragen, was ist denn eigentlich meine Nutzenfunktion und ist das, was ich jetzt an zusätzlichem Wert bekomme durch eine weitere Konsumentscheidung, mehr als das, was ich dafür ausgeben muss, weil du hast ja Budgetrestriktionen, ne? Also außer du bist Elon Musk oder irgendwie sowas, kannst du alles kaufen. Ne? Ja, also du hast ein Budget und da musst du dich immer fragen, irgendwie, wie kann ich das optimal einsetzen? Also was keine Rolle spielen kann, ist, wie viel habe ich in meiner rechten Tasche und wie viel habe ich in meiner linken Tasche? Ja? Das ist aber tatsächlich, was die Leute machen, offensichtlich. Ne? Also es gibt halt irgendwie so dieses frevelhafte Geld ausgeben für irgendwelche Sachen, wo du dir weißt, eigentlich ist es nicht gut für mich, das ist ein reiner Impulskauf oder irgendwie sowas, ne? Und
du rechtfertigst das, indem du sagst, aber ich habe ja jetzt auch irgendwie so enthaltsam gelebt, ich habe so schön gespart und ich habe jetzt hier diese ganzen Coupons ausgefüllt und irgendwas irgendwie billiger bekommen oder sowas. Und jetzt ist genug Geld da, um irgendwas zu machen, was total sinnlos ist. Ja? Und also das heißt, du hast so ein Mental Accounting oder so ein Bookkeeping und das kannst du in der Moral eben auch machen. Ja? Also irgendwie, das ist zwar nicht okay, aber na, also wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, ein paar diskriminierende Witze raushaust oder irgendwie sowas oder jemanden halt ein bisschen mobst, weil es dir Spaß macht, ja, dann sagst du, ja, das ist nicht cool, aber ich war doch bei diesem Diversitätsworkshop und ich habe doch insgesamt was für die Sache getan, also das balanciert sich doch. Ich finde das super, ich finde, das sollte man auch weiter so propagieren, dass man auch einfach, du kannst scheiße sein, wenn du halt irgendwie die richtigen Organisationen mit Geld spenden, ne, also kannst du dann. Ja, genau, das ist so ein bisschen, also so Ablasshandel, genau. So von der Logik. Ja. Apropos Ausgewogenheit, sollten wir aber auch noch dazu kommen, ob das auch funktionieren kann, weil der Grundgedanke dieser Diversitätstrainings, der ist ja eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir aber 3 Stunden dann nur drauf rumgehackt, was eigentlich alles daneben geht. Gibt es denn auch noch was Positives zu berichten? Ja, dazu kommen wir noch, ja. Beziehungsweise, ich würde ganz kurz nochmal nachtragen, beziehungsweise kompakt zusammenstellen, irgendwie, was wir eigentlich schon besprochen haben, nämlich wenn diese Trainings gar nicht das tun, was sie eigentlich sollen, warum gibt's die dann? Und offensichtlich ist die Lücke, die am Markt geschlossen werden sollen, also die Leute wollen keine Klagen, die wollen attraktiver Arbeitgeber sein, man will sich irgendwie in Stellung bringen, auch am Markt und sagen, wir sind ein besonders progressives Unternehmen und so weiter. Und das ist ein gutes Image-Design. Und prinzipiell auch so die moralisch Motivierten, sogar die Leute, die halt irgendwie wissen, das bringt eigentlich gar nichts, ne, buchen das trotzdem. Und das basiert auf einer Denkform, die man, könnte man theologisches Argument nennen, ne? Ich habe ja alles getan. Mhm. Mehr war nicht von mir zu erwarten, weil das ist halt alles, was du buchen kannst. Ja? Ja. Und dann buchst du halt, auch wenn du weißt, es funktioniert nicht, weil es ist zumindest ein Zeichen, dass du setzt, das geht dann mal in die richtige Richtung. Das stellt sich dann, also das ist die Antwort auf die Frage, warum gibt es das? Die Motivation dann sozusagen besser als nichts machen aktuell. Auch wenn ich weiß, die sind nicht so gut, die Trainings oder was weiß ich. Gut, bleibt natürlich der Punkt, ob der Schaden am Ende, also haben wir ja auch schon besprochen, dass die nicht intendierten Effekte, die sind ja auch teilweise schädlich. Dafür müsste man sich aber auch sehr stark damit auseinandersetzen als Arbeitgeber und müsste dann ja sogar sich bewusst der Kritik aussetzen, warum machst du das nicht? Ja, ich kenne das ja selber, wenn du als Content Creator dann eben bewusst sagst, nee, ich beziehe jetzt mal keine Stellung, ich habe hierzu keine Meinung und ich möchte auch nicht einfach nur der Haltungswillen irgendwas sagen. Auch das einfach nur nichts sagen wird dir ja negativ ausgelegt. So, und das ist natürlich dann echt doof. Also, selbst wenn du dich damit auseinandergesetzt hast als Arbeitgeber, ist die Entscheidung zu sagen, nee, ich mach's ganz bewusst nicht, solche Trainings, kann dir halt total um die Ohren fliegen, ne? Und dann kann es halt sein, dass du sagst, komm, egal, trotzdem buchen, was soll's. Ja, ja. Das ist übrigens also eine der 3 großen Unwahrheiten, die John Hyde und Greg Lukianoff in ihrem Buch The Coddling of the American Mind beschreiben, ist genau das. Ne? Also es gibt nur Gut oder Böse, ist so die Vorstellung. Und wenn du jetzt halt irgendwie sowas buchst, dann bist du schon mal auf der guten Seite. Ja? Mhm. Und wenn du das nicht tun würdest, weil es nur Gut und Böse bist, dann musst du ja böse sein. Mhm. Ne? Und so wirst du wahrscheinlich auch irgendwie eingeschätzt. Ne? Also zumindest von bestimmten Leuten, die dir halt irgendwie dann Feedback darauf geben würden auf dein Verhalten. Das im Übrigen ist auch die Antwort auf die Frage Feedback. Ja? Ganz wichtiger Punkt. Warum sind die Trainings eigentlich so, wie sie sind und werden nicht entschieden verbessert? Mhm. Ja? Weil es gibt eine zu geringe Lernmöglichkeit und Lernen setzt immer voraus, du machst irgendwas, du kriegst Feedback und dann verbesserst du und guckst, wie sich das Feedback verändert. Ne? Geht es in die richtige Richtung oder macht es die Sache noch schlimmer? Dann kannst du also dich permanent irgendwie verbessern oder wie bei der GWP sagen? Emporirren. Dich emporirren, ja. Genau. Ja. Und das fällt in diesem Fall aus, weil wir haben ja schon besprochen, du stellst halt den Leuten die Frage, irgendwie war das für dich nützlich, hast du was gelernt, aber das sind nicht eigentlich die wirklichen interessanten Fragen, weil es geht ja darum, dass Verhalten geändert wird, weil in der Praxis natürlich, also Leute, die am Empfängerende von diskriminierendem Verhalten sind, die haben ja mit dem konkreten Verhalten ein Problem und nicht damit, dass die Leute irgendwie die falschen Überzeugungen im Kopf haben oder irgendwie, was sich durch bestimmte Trainings nicht gelaufen sind.
Ja. Und das wird nicht beeinflusst, aber auch deswegen natürlich, weil es extrem aufwendig wäre, das richtig gut zu machen. Ne? Und das wirft die Frage auf, sollte man nicht eigentlich diese Trainings komplett anders aufsetzen? Also was würde denn eigentlich erforderlich sein, damit es funktioniert? Ja? Und was ist eure Erwartung? Also welche Art von Training würde tatsächlich was bringen? Ich würde wahrscheinlich sagen, das Beste, was mir einfällt, sind Teambuilding-Maßnahmen, die einfach gar nichts mit solchen Trainings zu tun haben, sondern wo Leute einfach zusammen, keine Ahnung, ein Wochenende in irgendeinem Hotel dann Aufgaben, Gruppenspiele, irgendwas. Das sind sogenannte Incentives und die können auch hochgradig problematisch sein, weil die Leute tatsächlich, also abhängig davon, was man da bucht, kriegt man wirklich absolut unsinnige Aufgaben gestellt. Was heißt denn unsinnige? Ich meine einfach nur Spaßaufgaben, ne? Also es gibt einen gemeinsam Text Spaß von, haben, halte ich für eine sehr, sehr gute Maßnahme. Ja, aber das ist, also ist. Sauna-Club. Es muss das Richtige sein. Es gibt einen Text von Uwe Cunning, der heißt, wenn Manager auf Bäume klettern oder irgendwie sowas. Mhm. Ja? Also wo dann halt wirklich so Leuten, die also normale Office-Jobs haben, dann halt irgendwie abverlangt wird, dass sie halt irgendwelche komischen Mutproben machen und so. Vor allem im amerikanischen Bereich gibt es ja auch so um Tony Robbins herum und so weiter, diese ganzen Coaches. Ja, dann auch irgendwie so dieses, ne, also dass du über Kohlen läufst oder irgendwie was ist, so sowas Mutproben meine ich machst nicht. Und so. Ich meine einfach, also es gibt viel in dem Space, meine ich. Okay. Ja. Aber es ist natürlich richtig, also wenn du den Leuten die Möglichkeit gibst, dass sie halt irgendwas zusammen machen, was irgendwie zusammenschweißt, natürlich hilft das. Aber die Frage ist natürlich, ist eine empirische Frage. Was genau kann das sein und wie kannst du das so anleiten, dass es tatsächlich funktioniert? Aber dazu haben wir jetzt, also wir sind da keine Experten, was das angeht. Das müsste man halt auch nochmal einen Deep Dive machen, was es dazu schon gibt und was gute Ansätze wären. Aber dem möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Ein Begriff, den wir auch öfters gehört haben, war gemeinsame Werte. Und ich denke oder könnte mir vorstellen, dass es damit auch zu tun hat, wenn die Werte nicht schon da sind und im Unternehmen nicht schon gelebt werden, dass man die irgendwie gemeinsam erarbeitet und auf Basis dessen auch irgendwie eine Aktivität oder eine teambildende Maßnahme hat, weil jetzt einfach nur auf den Baum klettern und sich dann so nach hinten fallen und auffangen lassen von seinem Team, um das Vertrauen zu stärken, das ist das Äquivalent zum Daumen hoch auf einem Werbeplakat aus Anfang der 2000er. Ja, das wird halt nicht reichen. Ja, also ich habe mal irgendwann, ich habe so bei Videoprojekten, da habe ich einmal ein Videoprojekt gehabt, da sind so Highschool-Studenten, also die im Austauschjahr waren, die dann zurück nach Deutschland kamen und so weiter, dann sind die einfach an so einem Returnee-Treffen, also die dann alle nochmal kommen, dann können die sich austauschen, wie war dein Austauschjahr und so weiter. Und was die gemacht haben, war so, das war halt auch so ein Wochenende irgendwo und die mussten dann zum Beispiel mehrere Teams und die mussten einen Floß bauen aus Utensilien, die da waren, so ein paar Tonnen Holzer, Dinger und so weiter. Und das habe ich so an mir angeguckt und dachte so, also spontan würde ich mal sagen, sowas fände ich eigentlich ganz cool. Vielleicht finde ich es auch einfach nur cool, weil ich die Aktion cool finde, aber vielleicht wäre das halt auch so eine Maßnahme, so gemeinsam eben ein Problem lösen, möglichst divers dann das zusammenstellen, ja, also vielleicht dann wirklich der absolute Abteilungsleiter mit der, also dass du dann Hierarchiestruktur auch in der Firma zusammenbringst, ne? Wäre so meine Idee, ob das irgendwas bringt, keine Ahnung, aber so würde ich als CEO einer Firma, glaube ich, vorgehen. Also ich glaube, eine große Gefahr dabei ist, dass du Leute mit Aufgaben zudeckst, wo die andere Aufgaben haben, die tatsächlich wichtig sind. Also wenn die irgendwie, weiß nicht, an einem wichtigen Projekt arbeiten und stecken da auch irgendwie, weiß nicht, schon Samstagvormittag rein, damit es irgendwie gemacht wird. Wenn du dann denen sagst, irgendwie die nächsten 2 Tage nehmen wir uns jetzt irgendwie Zeit und bauen zusammen einen Floß oder irgendwie sowas, weiß nicht, ob das so cool ankommt. Nee, muss auch wenn du Leute, der Arbeitszeit sein. Ja, und dann, ja, das ist halt die. Ist ein Investment in deine Firma. Ist ja auch egal, wir spinnen gerade rum, ja. Genau, ja. Also, okay, aber die Frage steht im Raum, wie kannst du es eigentlich machen, sodass es besser ist? Und die Antwort auf die Frage ist eigentlich: Schreib nicht Diversity drauf, sondern bring den Leuten allgemeine Skills bei. Ja, die sie dann aber trainieren sollen vor dem Hintergrund ihrer konkreten Situation. Gib ihnen Checklisten und konkrete Anregungen, Impulse, na, was sie machen können. Mhm. Ja? Also du als irgendwie jemand, der in Accounting arbeitet oder irgendwie sowas, könntest dieses und jenes machen oder irgendwie sowas. Ne? Oder gegeben dieses Computersystem oder irgendwas, ein firmeneigenes Chatprogramm oder irgendwie sowas, mach doch mal dieses oder jenes oder irgendwie, was nicht. Also konkretes
Schritte, wie man da hinkommt, sich im Sinne der Sache gut zu verhalten, ja, und versucht die Leute dazu zu bringen, dass sie, na, das ist so diese wertbasierte Kommunikationsform, dass sie eigentlich quasi den Schluss ziehen selber, dass sie das wollen, nicht, dass es eine Anweisung ist. Ja, klar. Ja? Weil sonst hast du wieder Reaktanz. Ja, ne? Also im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, dass man im Prinzip das macht, was wir eigentlich so im Allgemeinen propagieren. Ja? Ja. Kritisches Denken, gute Gesprächsführung, auch mal ein bisschen zuhören können und so weiter. Das ist, das sind alles wichtige Dinge. Aber es gibt einige andere Sachen, die du dir stattdessen machen könntest, die auch was bringen. Und das wird erstaunlich wenig gemacht. Also es gibt hier diesen Harvard-Soziologen Frank Dobbin heißt er, der hat auch ein neues Buch, können wir auch verlinken, zu der Frage, was funktioniert eigentlich in diesem Diversity-Space. Ja? Und Moment, wo habe ich hier zu meine Notizen? Ich dachte, du hättest das alles gefreestylt. Der guckt immer nur nach, von mir aus, links, keine Ahnung. Also, Diversity-Label solltest du vermeiden, Menschen miteinander in Kontakt bringen, das war genau Ahmads Punkt, ja. Mhm. Du solltest Social Accountability schaffen, also das heißt, Leuten konkrete Rückmeldungen geben, wie sich ihr Verhalten auswirkt. Weil häufig das Problem ist, dass bestimmte negative Konsequenzen diskriminierenden Verhaltens einfach nicht sichtbar gemacht werden. Ja? Und wenn du das einfach spiegelst, ja, durch beispielsweise, also es, was er sagt, ist, was etwas bringen würde, wäre so ein Diversity Officer, der aber das auf eine, also nicht vindiktive oder so rachsüchtige Art betreibt. Ja. Ja, also einfach nur den Leuten sagt irgendwie sowas, diesen und jenen Effekt habe ich beobachtet und so weiter und vielleicht ein bisschen mit mir darüber sprechen, wie man irgendwie dem entgegen könnte und so. Ja. Also einfach nur die Konsequenzen des Verhaltens spiegeln. Ja. Das bringt schon, dass die Leute halt überhaupt erst wissen, was das eigentlich auslöst, was sie tun. Ja. Also dass zum Beispiel bestimmte Entscheidungen über Arbeitszeiten oder irgendwie das, also erwartet wird irgendwie, dass man auch irgendwie ad hoc mal irgendwie nach 6 Uhr abends in der Firma bleibt für noch zwei, drei Stunden, dass das insbesondere Frauen benachteiligt und vor allem Leute, die irgendwie, weiß nicht, Kinder haben oder irgendwie sowas oder andere soziale Verpflichtungen, das einfach zu spiegeln und dann zu sagen, das ist einfach nur halt eine wichtige Information, wir wollen ja inklusiv sein und so weiter und also wenn es irgendwie einen Weg darum gäbe, irgendwie sowas, dann wäre das halt eben günstig. Typischerweise, also lösen ja in Deutschland auch Arbeitsschutzmaßnahmen oder das ist allgemeine Arbeitsrecht auch solche Probleme, aber also nur der allgemeine Punkt ist halt irgendwie einfach darauf hinweisen, welche Probleme etwas aufwirft. Ne? Also Social Accountability, ne, ist das Stichwort. Ja? Was auch etwas bringen würde, wäre Democratic Hiring. Also das heißt, ein Problem, was man hat, ist, wenn man, sage ich mal, die weiße Mehrheitsgesellschaft in bestimmten leitenden Positionen hat, dann werden die in ihren eigenen Netzwerken, Freundeskreisen, an ihren eigenen mehrheitlich weißen, Unis oder irgendwie sowas, genau, um Nachwuchs buhlen. Und was man halt also anders machen kann, ist, wenn schon eine gewisse Diversität drin ist, dass man einfach alle in diesen Hiring-Prozess mit einbezieht. Ja? Zum Beispiel durch die Möglichkeit, es gibt ja so Consulting-Firmen, also ich habe das irgendwie mal gemerkt, weil es hatte ein Tenniskollegen aus meiner Mannschaft, der wollte mich immer für die Beratungsfirma halt irgendwie, weiß nicht, werben und ich habe irgendwie schon gedacht, oh, die ist so bemüht um mich, stellt sich heraus, nee, du kriegst halt dann 10.000 Euro einfach mal auf die Hand, ja, genau, wenn die Empfehlung dann zu einer Einstellung führt. Ja, und sowas kann man natürlich, wenn man das also allgemein für alle möglich macht, dann schlägt halt irgendwie der türkische Mitarbeiter schlägt dann halt irgendwie seinen Cousin vor oder irgendwie sowas, ne? Der wird halt auf jeden Fall nicht das vorschlagen, was halt irgendwie sowieso schon überrepräsentiert ist. Ne? Also dadurch kriegt man das irgendwie besser in den Griff. Dann, man hat ein großes Pipeline-Problem, wenn man nur dort rekrutiert, wo halt zum Beispiel, also
Amazon, Google und Apple rekrutiert. Also die haben ja also somit das größte Problem, also das ist übrigens ein allgemeines Phänomen, ne? Also je weiter man in der sozioökonomischen Hierarchie aufsteigt, desto größer werden innerhalb dieser Gruppe die sozioökonomischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, zwischen den verschiedenen Ethnien und so weiter, ja. Und desto weniger divers wird auch die Mitarbeiterschaft. Also insbesondere bei Firmen wie beispielsweise Google, ja, die am stärksten diese Diversitätsagenda voranpushen, was das verständlich macht, weil die sagen, wir arbeiten ja ganz hart dran und wir haben ja diese krassen Maßnahmen und sowas, die aber alle nichts bringen. Das, eigentlich müssten die, wenn die wirklich auf Impact aus wären, ja, rekrutieren, wo halt eben zum Beispiel mehrheitlich schwarze Studierende sind. Ja? Also es gibt ja diese Orte, ja, und dann sollten die halt da ihre Coder rekrutieren. Stattdessen gehen die halt nach Berkeley oder irgendwie sowas. Ne? Also was halt irgendwie da konvenienterweise halt direkt vor der Tür ist, wo die ganzen also Mitarbeiter sowieso schon studiert haben und so weiter. Und das kann dann natürlich nichts bringen, weil die rekrutieren aus einer Pipeline, wo halt eben das drin ist, was in der Pipeline eben drin ist. Ja, da kannst du nichts anderes magisch rauszaubern, sondern da sind halt eben mehrheitlich weiße, progressiv denkende Liberale, ne? Und im Tech-Bereich vor allem Männer, nicht wahr? Ja, ist jetzt, darüber können wir nicht weiter jetzt sprechen, weil wir jetzt schon langsam ans Ende kommen. Ich finde diese ganze Rekrutierung und Einstellungskriterien, die finde ich höchst komplex. Das ist sau schwierig, weil es ist zu einfach zu sagen, besetz mal diverser. Es ist aber gar nicht so leicht, das auch in der Tat wirklich sinnvoll immer umzusetzen. Also das Problem ist ja eben nicht nur oder in diesen Trainings, das ist auch noch ein Kritikpunkt, den haben wir bestimmt unterschlagen, weil ich auch immer hier so ein bisschen Zeitdruck mache, aber es ist auch ein Punkt, dass dann Leute, gerade wenn du dann ein Repräsentant der Mehrheitsgesellschaft bist und aus der Führungsriege, dass dir dann unterstellt wird, ja, du bist das Problem, du als Person, du diskriminierst. Und dabei ist es ja ein Endresultat von auch einer Struktur, die da drumherum ist. Wenn wir jetzt das Beispiel der Hochschulen haben, zum Beispiel Berkeley, das wird halt auch finanziert durch Spenden, Geldgeber und so weiter. Woher kommt das Geld? Das kommt aus dem Tech. Natürlich gibt es dann da persönliche Beziehungen. Man hat dort selber studiert, das hast du gerade auch gesagt, Niki. Die ganze Verteilung des Geldes, die müsste halt auch eigentlich anders laufen, weil natürlich, wenn ich der große Geldgeber bin für dann eine Top-Uni und da sind Top-Absolventen in dem Bereich und ich habe Angestellte, die den Hirings-Prozess machen, die auch dort herkommen, die wissen, da sind gute Leute. Also diese Leute stellen ja dann keine Schwarzen ein, weil sie Rassisten sind, sondern weil das halt einfach das Naheliegendste ist, was die tun müssten. Und da liegt dann das Problem viel weniger an der einen Person, die den Einstellungsprozess vollzieht, sondern es liegt an ganz vielen Einflussfaktoren, die auch erstmal von Grund auf wahrscheinlich überdacht werden müssen. Und da hilft dann auch dieses Training nicht, dass er jetzt plötzlich sagt, okay, ich hole mir jetzt halt irgendwo anders einen Coder her, wo ich niemanden kenne, wo ich kein Geld investiert habe, das am Ende vielleicht meiner Firma schadet. Also es ist sehr viel komplexer als zu sagen, hör mal auf, rassistisch zu sein beim Einstellen. Ja, es gibt übrigens eine englische Wendung, die heißt Putting Lipstick on a Pig. Also das trifft es ganz gut, weil es ist immer noch ein Schweinchen, aber es hat halt schicken Lippenstift an. Ne? Das ist quasi dieses Venier von irgendwie, weiß nicht, Diversität, was du durch einen Vortrag oder durch ein Diversitätstraining oder irgendwie sowas gewinnst. Aber die Strukturen, und da haben die Linken wirklich total recht, ne? Also dass man eigentlich an die Strukturen ran muss. Mhm. Ja? Und vor allem dann, wenn halt irgendwie rassistische, sexistische Ergebnisse produziert werden in den, also Im Endresultat, obwohl das eigentlich keiner wollte, ja, dann ändere die Struktur, ja, durch also bestimmte Institutionen, Rollen und so weiter. Das Letzte, was ich ansprechen will, ist Mentoring-Programme verbindlich machen für alle. Das heißt, also das Problem ist, wenn du so ein freiwilliges Programm hast, dann melden sich bestimmte Leute, die halt viel beschäftigt sind, nicht. Wenn du das aber irgendwie zur Bedingung machst, jeder aus einer bestimmten, was nicht, Führungskategorie oder irgendwie sowas, muss mentorieren und dann machst du auch eine Auswahl an, sag ich mal, Mentees, die alles reflektiert. Ne? Also, dass du sagst, irgendwie nicht nur die Begabtesten, sondern vielleicht auch Leute, wo du ein bisschen mehr investieren musst, weil die halt irgendwie, was nicht, eine gewisse Bildungsbiografie haben, weil die trotzdem also talentiert wirken. Die sollten auch rein in den Pool und dann wird dann einfach vergeben, wer mit wem zusammenarbeiten muss. Ja? Und die Leute identifizieren sich dann damit, weil das ist ja mein Mentee.
Ja, also in dem Moment, wo du mir jemanden zuteilst und ich spreche mit dem irgendwie, weiß nicht, mit einer Verbindlichkeit. Eine Stunde in der Woche oder irgendwie sowas und gebe auch Rat und so weiter, dann bin ich persönlich investiert in das Weiterkommen dieser Person. Mhm. Und es ist mir auch, also zumindest mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, ein persönliches Anliegen. Also wenn einfach irgendwie, es gibt halt dieses Programm, da ist es halt irgendwie gewünscht, dass man teilnimmt, das ist nicht wirklich verbindlich und so weiter. Ne? Also verbindliche Mentoring- und Förderprogramme, wo dann auch wirklich alle reingehen, die also Bedarf haben an einer besonderen Förderung und Unterstützung. Und das Problem ist halt wirklich auf beiden Seiten. Ne? Also, dass bestimmte Leute gar nicht anbieten, diese Unterstützung, und diejenigen, die es am meisten brauchen würden, häufig gar nicht nachfragen. Also insbesondere in Deutschland muss man sagen, ich habe ja also wirklich für Arbeiterkind lange Mentoring-Programm unterstützt, also indem ich selber mit Leuten gesprochen habe, ich immer nur Frauen gehabt. Also die einzigen, die sich gemeldet haben, die gesagt haben, ich bin da irgendwie, ich weiß da nicht so viel, ich habe keine Kontakte, ich bräuchte Hilfe, waren Frauen, weil offensichtlich irgendwie so dieses Vorurteil da ist bei Männern, die tendenziell vom Land kommen, aus einem bildungsfernen Hintergrund, ich bin mein eigener Mann, ich muss mir da gar nicht helfen lassen. Und wie sieht denn das aus, wenn ich mich da jetzt irgendwie unterstützen lasse? Also wenn man das irgendwie aufbrechen könnte, das wäre sehr wünschenswert. Weil wie gesagt, also die Leute, die eigentlich Hilfe brauchen, die suchen die tendenziell nicht, sondern andere Leute. Gut, das habe ich einem Artikel auch entnommen, dass das wirklich ein Effekt, der sich eingestellt hat durch diese Diversity-Trainings, die wir jetzt gerade auseinandergepflückt haben, warum sie nicht funktionieren. Also ein Effekt war, dass sehr viele Frauen danach als Learning genommen haben, oder nee, als Handlungsänderung, sie haben sich wirklich aktiv einen Mentoren gesucht oder eine Mentorin, ganz egal. Mhm. Aber irgendwie hat das die auf die Idee gebracht, ich muss hier irgendwie eigeninitiativ was tun. Also ob das jetzt ein intendierter Effekt war des Programms, weiß ich nicht, aber das tut es, und das fand ich auch eigentlich sehr, sehr interessant. Haben wir eigentlich, können wir festhalten, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen vielleicht untergegangen, dass nicht die Idee des Diversity Trainings ein Problem ist, sondern dass die mangelhafte Umsetzung ist ein Problem. Habe ich meine Kamera gekickt? Du hast die genau. gekickt. Also ja. wir haben kein Problem mit dem Ziel, sondern es war jetzt eine offene Diskussion über, sind die Mittel, die verwendet werden, eigentlich... Ja. Ich finde es gut, dass du das, Matthias, nochmal so zum Ende sagst. Ich kann dir jetzt schon sagen, netter Versuch, kannst du vergessen. Ja? Man wird natürlich, also manche Kräfte werden jetzt natürlich nur sehen wollen, dass wir das insgesamt torpedieren. Aber daran muss man sich irgendwann gewöhnen. Ja, das ist so, wenn du die Umsetzung kritisierst, gibt es einige Menschen, die eben nicht verstehen, dass man nicht das eigentliche Ziel kritisiert, sondern eben wirklich nur die Umsetzung. Und letztlich, wenn du mal so in die Politik guckst, das passiert ständig. Ja, also ständig geht es eigentlich nur darum, ist eigentlich die Maßnahme gut? Ja, das ist die eigentliche Frage. Und wenn du das mal in Frage stellst, wird schnell vorgeworfen, ach so, du willst das Problem gar nicht lösen. Ja, so kommen wir aber nicht weiter. Ich finde es gut, dass du das nochmal erwähnst. Ja, das darf man nicht vergessen in seiner Kritik, dass man immer wieder klar macht, ey, wir stehen für die gleichen Ziele, wir sehen dieselben Problematiken und so weiter, sondern wir sind einfach nur, wir analysieren sehr gerne Methoden. So, das kann man. Das hatten wir schon mal als Thema eben. Wissenschaft sagt nur aus, wer etwas ist und nicht, was man daraus machen sollte. Und genau das ist das Ding. Also, wir haben jetzt gerade die Methodik analysiert, wie das Ziel von mehr Diversität erreicht werden soll im Corporate-Umfeld. Ja. Und scheinbar haben wir da sehr viele Mängel. Gut. Aber immerhin wird es ja gemacht. Vielleicht wird es verbessert. Wir hoffen mal. Ich möchte mit einem positiven Optimismus aus der Sendung gehen. Ich möchte jetzt mehr Positivität. Positivity. Ich glaube, ein Call to Action könnte sein, jeder, dem Inklusivität und Diversität und dass man wirklich alle mitnimmt, wichtig ist, aber der nicht einer Identitätsideologie anhängt, sollte sich berufen sehen, sich zu engagieren, um bestimmte andere Perspektiven reinzubringen, mal hier und da eine kritische Nachfrage, ein Gegenargument oder irgendwie sowas, damit es eben nicht genau den Zweck torpediert, für den diese Maßnahmen da sind. Ja? Also lasst es uns alle gemeinsam richtig machen
und nicht einfach denjenigen blind glauben, die halt vorgeben, für diese Sache zu sprechen. Ja. Das, glaube ich, meinst du die Schweine richtig. Mit dem Lippenstift? Nee, das sind die, die den Lippenstift aufbringen lassen. Ich weiß, ja. Nee. Nur weil er Experte ist, heißt das nicht, dass er das wirklich weiß, was er tut. So, ich arbeite jetzt erstmal. Ja, oder dass man als Betroffenen Anwalt ist. Das heißt nicht, dass man tatsächlich für alle Betroffenen spricht. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, das sich so ein bisschen bei uns durchhält. Und auch also in der Arbeit der GWP. Es gibt ja immer wieder Leute, die von extern rantreten und dann irgendwie sagen, sag mal was zu dem Thema, sag mal was zu dem Thema. Weil ich repräsentiere hier die und die Gruppe oder irgendwie sowas. Du gehörst nicht zu der, also kann ich dir alles irgendwie da diktieren. Und da sollte eine fundamentale Skepsis da sein. Wir müssen wirklich alle Seiten anhören und offen sein für auch kritische Argumente, die halt diese Sicht, die da dargestellt wird, halt mal zur Disposition stellen, damit wir wirklich wissen, was wir tun und damit es insgesamt besser wird. So, und als okay, ich glaube, wir können das auch ehrlich sagen. Sorry, Sinan, bevor ich an dich abgebe. Wir haben alle auch am Anfang gesagt, wir sind da keine Experten. Nikhil hat sich da sehr tief eingelesen. Ich habe einiges gelesen. Ich bin das einfach sind jetzt nur unsere schlau. Findings. Ja. Sinan hat einfach alles selber rausgefunden. So, auch gerade bei solchen Themen sind wir dann, glaube ich, noch mehr gespannt auf Feedback jetzt auch von den Zuschauern. Ja, übrigens noch ein Punkt zur Frage der Expertise. Also ich glaube, es gibt keine einzige Person, die in diesen Fragen Experte oder Expertin ist. Das kannst du komplett knicken, weil die Perspektiven, die du brauchst, sind so multidisziplinar, dass du einfach nicht eine Person hast, die jetzt irgendwie alles das reflektieren kann. Also es geht hier um rechtliche Fragen, es geht um Fragen von Teambuilding, Kommunikation, kritisches Denken, angewandte Logik. Wir hatten irgendwie diesen Aspekt kognitive Verhaltenstherapie gestreift und so weiter. Ne? Also das heißt eigentlich, die Leute, die da ultimativ die Entscheidungen treffen müssen, ja, müssen halt eben die Kompetenz haben, das Beste aus allen diesen Bereichen rauszudestillieren und sich da auch ein unvoreingenommenes Urteil zu bilden und dann zu entscheiden. Es gibt nicht jetzt irgendwie die eine Person. Also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, irgendwie, ich kenne aber einen, der macht solche Trainings und der sagt, das ist ganz anders als ihr. Ja? Der muss sich immer noch mit der Tatsache auseinandersetzen, dass du halt eben alle diese Aspekte hast, wo sehr vermutlich man nur in einem oder vielleicht maximal zwei dieser Aspekte halt wirklich eine Kernexpertise vorweisen kann und alles andere ist halt irgendwie, weiß nicht, ein Interessenbereich oder irgendwie sowas, ja auch also lobenswert, ne? Aber nochmal, also wir haben viele Puzzlestücke, die müssen wir alle an den Tisch bringen und da müssen wir uns gemeinsam überlegen, was wir damit machen. Aber ich möchte lieber so einen Diversity-Jesus, der mir sagt, wie es läuft, so. Genau, du kannst jetzt so ein Programm entwickeln da an deinen Schulen und dann bist du derjenige, den es eigentlich gar nicht gibt. Ja, ich mach so zwei Programme, eins das Quatschprogramm und eins das Gute und dann gucke ich, was die nicht intendierten Effekte sind. Und zwei Schulen, ich mache so Feldstudie. ich wollte einfach nur so scherzhaft noch, als letztes wollte ich gerne noch als Hausaufgabe an uns Jungs, wir überlegen jetzt auch mal, wie wir bei The Voice of Reason ein bisschen mehr Diversität reinbekommen. Vielleicht, ich habe es öfter schon mal im Hintergrund bei uns in den Chats angesprochen, im Bereich, welche Gäste wir haben, welche Themen wir haben, dass wir uns da auch einfach nochmal selbstkritisch hinterfragen, wie kriegen wir es auch hin, möglichst meinungsdivers zu sein, weil auch wir natürlich nicht hier jetzt immer nur in dieselben Kerben reinhauen wollen und uns gegenseitig immer nur schön brav zunicken. Also das wollte ich nur noch mal so zum Ende mitgeben, dass auch wir da absolut selbstkritisch oder selbstreflektiert vorgehen. So, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich unsere Schüler in die Pause entlassen. Bis zum nächsten Video. Will noch jemand was sagen? Ich sage nur Tschüss und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.